Also ich will, aber die Technik will nicht. So, jetzt sollte aber alles funktionieren, so wie es gedacht ist. Hoffentlich. Ja, es steht zu hoffen, dass das jetzt funktioniert. Meine Güte. Eieieiei. Judas-Kuh ist da. Dead Negator, Harlekrab, Fleischblümle mit Motorsaft, gute Quali, so auch kommen kann. Es ist alles eine Frage der Zeit. Ehrenmicha hat definitiv recht. Technik-Oll, ja, das ist alles Neuland. The Ruin Princess, guten Abend. Baratheon, Shalom, Shalom, Chaverim. Lazy Cody ist auch da. Dead Negator sagt, es läuft alles. Guten Abend, Real Tara. Ton und Bild passen, Ausschnitt auch gut. Ja, was lange währt, wird endlich gut. Wo waren wir? Wir waren bei der Vorstellung unseres Projektes. Wer beim letzten Mal dabei war, weiß schon Bescheid. Wir sind immer noch damit beschäftigt, diesen großartigen mobilen Turm der Goblins zu bauen. Und, ups, ja, man stößt einmal dran, dann fällt wieder alles zusammen und auseinander. Das ist alles noch nicht verklebt. Verklebt werden die Teile erst, wenn alles richtig bemalt ist. Welches Shirt heute? Heute haben wir gar keine Band, sondern das ist mein. Ah, hier sieht man sie ein bisschen, ich muss ein bisschen runtergehen. Das ist mein großartiges Katzenshirt. Zu sehen ist da nur eine Katze, die vor dem Fenster sitzt und rausschaut. Guten Abend, Jotun Loki. Man kann nicht immer Bandshirts anhaben, heute ist es das Katzenshirt. Die Bandshirts sind alle in der Wäsche. Ja, und pünktlich zum Streambeginn meldet sich auch der Kater, der rausgelassen werden will. Einen Moment, Leute. Es tut mir leid. Kaum können wir anfangen, entscheidet der Kater, dass er raus möchte. Ich muss erst den Kater rauslassen. Na, komm her, Katerchen. Komm her. Ist es nicht das eine, dann ist es das andere. So, der Kater ist versorgt. Wunderbar. Impeller sagt Metal. Katzen gehen immer. Katzen sehr süß, aber Katzen auch manchmal anstrengend. Opiumherz, das liegt wahrscheinlich daran, dass du mehr Bandshirts hast als ich. Da kann man jeden Tag eines tragen. Also, meine sind leider gerade alle in der Wäsche. Also, heute muss es das Katzenshirt sein. Aber da Katzen immer gehen, wunderbar. Ja, in der letzten Woche haben wir so ein bisschen zugeschafft. Da ist noch nicht so viel passiert. Wir haben diese wunderbare, niedliche kleine Strickleiter, die man hier in der Mitte des Turmes sehen kann, hinzugefügt. Die Spinne brauchen wir heute nicht. Wie gesagt, der Turm wird erst ganz zuletzt an die Spinne gemacht. Und hinten dran an dieser Plattform, ich muss ihn noch mal kurz an die Spinne stecken. Na. Hinten dran wird dann dieser. Na, nun komm, bleib doch mal stehen. That's what she said. Na. Der verdummte Vorführeffekt. Warum der nach wie vor nur bei jedem zweiten Versuch ordentlich in die Bohrungen dieser Spinne passen will. Ich verstehe es nicht. Naja. Hinten werden wir noch dieses Steuerrad befestigen. Das wird getragen von diesem kleinen Goblin. Die dazu notwendige Stange hat er schon in der Hand. Der wird dann hinten hier auf diesem Brettchen stehen. Wir werden den natürlich auch noch ordentlich verleimen und das Steuerrad hier hinter der Spinne herführen. Damit das funktioniert,
brauchen wir nur noch hinten an dem Brettchen eine Führung. So zwei Streben, die sich im Winkel treffen. Und dieser Stange, die das Goblinchen in der Hand hält, die nötige Stabilität verleihen. Damit wir das machen können, brauchen wir erstmal zwei kleine Einschnitte in dem Brettchen, durch das wir die Zahnstocher der Führung dann hindurch stecken können. Wo sind unsere Zahnstocher? Die sind hier. Wir brauchen Zahnstocher am Start. Peste Noir. Ein Peste Noir Schritt. Ja, Peste Noir, ich weiß nicht so recht. Ich weiß wirklich nicht so recht. Also der Sänger von denen, das scheint ein ziemlicher Dulli zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe noch kein Videomaterial von dem gesehen, wo der nicht ordentlich angeschickert war. Also der scheint auch ganz gerne mal einen zu saufen. Da ist ja eigentlich nicht so viel gegen zu sagen, aber das muss man doch nicht immer machen. Also wirklich egal, ob das Interview mit ihm drinnen oder draußen geführt wird, bei fremden Leuten oder bei ihm zu Hause, ob es vormittags oder nachmittags oder abends ist, immer besoffen, dann denke ich mir schon, ja, hat er möglicherweise ein klitzekleines Alkoholproblem. So wollen wir die. Wenn ich Franzose wäre, würde ich auch saufen. Ob ich weiß, wie Fenris früher drauf war? Nee, da habe ich keine Ahnung. Hat er auch die ganze Zeit gesoffen? Also wenn er die ganze Zeit gesoffen hat, dann hat er das ja glücklicherweise irgendwann aufgehört. Wenn man ihn zum Beispiel in dieser sehr sehenswerten und schönen Dokumentation sieht, wie heißt sie noch, Until the Light Takes Us, da macht er ja eigentlich einen ganz nüchternen Eindruck. Es ist traurig zu sehen, unter welchen erbärmlichen Bedingungen der wohnt. Also wenn man da sieht, wie er da in seiner winzig kleinen Einzimmerwohnung den Wäscheständer im einzigen Wohnraum stehen hat und wie unaufgeräumt und verpuppt es bei dem aussieht, da denke ich mir, naja, ich weiß ja nicht, lieber Fenris. Aber besoffen ist er ja nun nicht. Das kann man nicht behaupten. Hofmann sagt, Fenris war früher nur besoffen. Oha. Ja gut, wenn man 21 ist, lass ich mir das angehen. Aber der Kerl von Peste Noir, der ist doch auch alt genug, um Familienvater zu sein. Ob er das wirklich ist oder nicht, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist er nicht mehr in dem Alter, wo man bedenkenlos die ganze, den Tag erstmal mit einem Büchsenbier anfängt. Wie gesagt, sowas kann man machen, wenn man 20 ist. Aber irgendwann ist das dann doch ein bisschen albern. Da sollte man sich seiner Verantwortung und, ja, wenn nicht Verantwortung, dann doch seiner Gesundheit oder seines sozialen Statuses ein bisschen bewusster sein und nicht die ganze Zeit nur, ja, mir doch egal, was wollen wir trinken, 7 Tage lang. Das muss ja nun nicht sein. Aber als, praktischer Antialkoholiker, Hassfestivals sind da wie gesagt eine Ausnahme, aber auch das passiert ja nicht alle Tage, ist meine Ansicht zum Saufen vielleicht ein bisschen zu rigide. KPN, beste Band der letzten Jahre, seit 2 Alben leider nachgelassen. KPN? Verstehe ich nicht. Weiß ich leider nicht, wer das ist, Death Immune. Inzwischen soll er doch mit Dame und Katze zusammengezogen sein. Wer, Fenris? Ja, ich wünsche es ihm. Das ist eigentlich, ich finde, das ist ein netter Kerl. Der verdient es auch. Ich habe mich sehr gefreut, dass er dann in den Gemeinderat seiner Heimatstadt gewählt worden ist. Mit diesem wunderschönen Wahlplakat, das ihn mit der Katze auf dem Arm zeigt und dem Slogan, bitte nicht für mich stimmen. Der soll mal irgendwie Bezüge kassieren, ohne dass er viel dafür machen muss. Und wenn er mit einer Dame zusammengezogen ist, ich wünsche es ihm. Ich hoffe, der hat es eigentlich verdient im Leben, dass er ein bisschen glücklich ist und ein bisschen sorglos. So, wir haben jetzt hier in das Brettchen mit Hilfe dieses Skalpells 2 kleine Einbuchtungen hineingeschnitten. Und da können wir diese Zahnstocher, die wir uns zurechtgeschnitten haben, die können wir hier wunderbar reinbringen. Wir müssen daran denken, dass die Enden der ganzen Rundhölzer, die die Goblins verbauen, immer noch angespitzt werden. Weil die
Goblins hacken ja alles mit ihren primitiven kleinen Äxten ab. Dann müssen die Enden der Rundhölzer immer so ein bisschen angeknabbert aussehen. Und wenn man das einmal macht, dann muss man das auch konsequent durchziehen. Dann müssen die Enden aller dieser Rundhölzer so angeknabbert aussehen. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Bestes Fenris-Video ist das mit Götz Kühnemund bei ihm zu Hause. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Nie gesehen. Pest du noch, hier 36 und 37. Wie gesagt, also das ist kein Alter, in dem man noch die ganze Zeit einfach nur laufen lassen sollte. Und der Sänger von Pest du noch ist ja auch dementsprechend ein ziemlicher Fetteimer. Also so einen besonders gepflegten Eindruck macht er mir nicht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich dazu sagen. Der hat eine wunderschöne Empfehlung ausgesprochen, weil er eine Vocal Band, eine Chorgesangstruppe empfohlen hat. Das ist so ein französischer Chor. Jetzt habe ich leider den Namen vergessen. Ich habe mir aber das Zeug abgespeichert. Also ich finde es wieder in meinem YouTube-Verlauf. Weiterempfehlen kann ich es jetzt leider nicht. Aber das ist so eine Amateurtruppe französischer Chorsänger, die sehr fleißig sind im Aufnehmen und die haben eine erkleckliche Liste von alten europäischen Volksliedern aufgenommen. Darunter auch eine sehr schöne Version von Muss sie denn zum Städtele hinaus. Wer Volksmusik mag, der kommt da voll auf seine Kosten. Und ja, Volksmusik ist eine der heimlichen Leidenschaften des Doktors. Man kann ja nicht immer nur menschenverachtende Untergrundmusik hören. Manchmal muss es auch einfach gute, ehrliche, handgemachte Volksmusik sein. Das schlechte Englisch von Götz und Rock'n'Roll Gas Station. Detnigator, wenn du einen Link dazu hast zu diesem Video, würde mich freuen, wenn du das mal in den Chat packen könntest. Dann kann ich mir das heute Abend vor dem Schlafengehen nochmal reinziehen. Fenris sehe ich immer gerne. Makavelix ist heute den Grünen beigetreten. Oha! Shots fired. Also, naja, andererseits, auch Mitglieder der Grünen sollen im Püppchenstudio willkommen sein und haben ein Anrecht darauf, angemessen und ordentlich behandelt zu werden. Wir sind ja keine Grünen. Wir grenzen ja niemanden aus. Wir behandeln ja nicht unsere Mitmenschen einfach schlecht. Kommando Peste Noir. Ne? Das Englisch bei Götz ist nach 20 Jahren im Job immer noch Fremdschampur. Varg hat ja nicht nur eine Olle gefunden. Varg hat eine Anthropologin gefunden, lieber Opiumherz. Also das ist nicht bloß irgendeine. Also, ne? Hier, wir wollen mal dem guten Varg, also was immer das ist, und der hat ja eine richtige Zucht aufgebaut. Bei dem sieht es ja aus wie eine Hasenhecke, der hat doch 4 Kinder oder so inzwischen. Und kommt wahrscheinlich immer noch jedes Jahr ein neues dazu. Fleischblümle sagt, und da stimme ich absolut zu, man sollte sich Gedanken machen, warum das Leben jeden Tag so ist wie in einem Kassiererlied. Ja, das genau so ist es nämlich. Das Schlimmste ist nicht, wenn das Bier alle ist, das Schlimmste ist, wenn es ohne Bier gar nicht mehr geht. Ist definitiv so. Wir müssen diese Vertiefungen noch ein bisschen tiefer schnitzen in diese Zahnstocher hinein. Ein Schnitt links, ein Schnitt rechts. Wir machen hier einfach nur so Kerben in die Zahnstocher rein, damit wir die an diesen Kerben zu einem Winkel zusammenleimen können. So, das sollte reichen. Passt das denn jetzt? Nee. Passt nicht. Hier muss noch mehr vom Zahnstocher weggenommen werden. Dann machen wir das doch. So. Gleich habe ich zwei in der Hand. Dann müssen wir von vorne anfangen. Und an dieser Stelle ist auch noch zu viel Material. Das nehmen wir auch noch vorsichtig. Wenn man das so in der Hand hält beim Schnitzen, muss man natürlich immer sehr vorsichtig und langsam sein, dass man sich nicht in den Finger geigt. Umso besser ist es, die Werkstücke immer auf den Tisch zu legen und dann zu arbeiten. Geht noch nicht immer. So, würde das denn passen, wenn wir es so zusammenleimen?
Ja, wunderbar, das geht so. Dann können wir das zusammenleihen. Hurra, hurra, wir machen ja richtig Fortschritte heute. Der Link erscheint nur als drei Sternchen. Oha, ja, dann per Twitter. Humberitus möchte das Lieblingslied aus der irischen Volksmusik wissen. Uff. Die irische Volksmusik, die ist ja sehr reichhaltig. Lieblingslied aus der irischen Volksmusik. Wenn der Doktor sich einen eingelesen hat, dauert es nie lange, bis er Peggy Gordon zu Gehör bringt. Das ist schon ein Favorit. Aber musikalisch ist es sehr unspektakulär. Ja, deswegen eignet es sich auch eben zu Gehör gebracht zu werden, wenn man so richtig hageldicht besoffen ist. Gibt es denn noch welche, die so richtig schön reinhauen, was Text oder sonst was anbelangt? Rising of the Moon ist auch sehr schön. Ansonsten unbeliebte Meinung, aber trotzdem ehrliche Meinung, und die heißt: englische Volksmusik besser als irische Volksmusik. Johnny, I hardly knew ya. Rocky Road to Dublin. Ja, das ist auch schön, natürlich. Das kann man aber nicht mitsingen. Das ist eben zu anspruchsvoll gerade. Mit einem besoffenen Kopf kriegt man das nicht mehr zusammengerendert. Uiuiui, warum hält denn das heute wieder alles nicht? Fields of Athenry. Oh ja, Kinski, das ist auch schön. Fields of Athenry, das geht auch immer. Das stimmt, das nehmen wir jetzt. Ich glaube, da können sich alle drauf einigen. Fields of Athenry ist überhaupt ein Stichwort, weil als ich das Püppchenstudio terminiert habe, habe ich natürlich wieder nicht daran gedacht, dass heute ja auch ein Fußballspiel stattfindet. Wobei, singen die Liverpooler Fields of Athenry? Nee, oder? Ich habe aber auch keine Ahnung, was in Dublin gesungen wird. Oh, you never walk alone, oder? Free Ulster Baratheon, Vorsicht. Vorsicht, Junge. Wenn hier wieder pro-protestantische Propaganda gemacht wird, da wird man irgendwann ganz schnell stumm geschaltet. Nein, natürlich nicht. Sollen sich von mir aus auch die Protestanten zu Wort melden und sagen, nie, 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 nie. Ihr werdet das Land niemals zurückbekommen. Niemals. Ihr habt verloren. Man kann jedes irische Volkslied besoffen singen, weil die Iren selbst einfach immer nur besoffen sind. Headcrab-Kisser, guten Abend. Ich hoffe, es sind irgendwelche Iren im Chat, die Opiumherz für die Unkorrektheit seiner Aussage zur Rechenschaft ziehen werden. Natürlich sind die Iren nicht immer besoffen. Die Iren sind ein sehr fleißiger und angenehmer Menschenschlag, und die könnten gar nicht so schaffe, schaffe Häuslebauer sein, wenn sie tatsächlich jeden Tag besoffen wären. So, passt. Wunderbar. Ja, die gute Nachricht. Damit sind die Holz- und Klebearbeiten an unserem Türmchen beendet. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Mannschaft zum Türmchen passt. Wir haben ja nach wie vor unseren, ich greife mal kurz in die Rappelkiste. Das ist der eine, das ist der zweite und das ist der dritte. Außerdem haben wir diesen Vogel hier noch. Wir haben den Magier selber, der soll hier oben drauf stehen und irgendein Juju abziehen. Damit er sein Juju abziehen kann, sollte der eigentlich noch irgendeine Art, ja, weiß ich nicht, Altar oder sonst was vor sich auf der Plattform stehen haben.
Wir werden gleich mal einen Blick in die Rappelkiste werfen, ob wir da was finden. Auf der anderen Seite hier steht dieser Kerl. Und der wirft was vom Turm runter. Man kann das also hier so sehen, so wie der da steht, will der was runterwerfen. Das muss er gleich noch in die Hand gedrückt kriegen. Und das ist der ehemalige Zauberstab des Schamanen. Dieses Püppchen, das da drauf steckt, das ist aber so niedlich, dass das auf jeden Fall irgendwo noch am Turm vorkommen sollte. Ich denke, wir werden einfach diesen Stab hier so an der Seite festkleben. Da auf der Seite passiert noch nicht so viel. Dann kann man das hier so, als hätten die Goblins das irgendwie so holterdiepolter an ihren Turm gesteckt, hier so irgendwie befestigen. So zum Beispiel. Das sieht gar nicht schlecht aus. Damit wir das können, müssen wir hier unten diesen Zauberstab noch ein bisschen strukturieren. Da sieht man nämlich noch, wo ich mit der Zange reingeschnitten habe. Das muss ja nicht sein. Machen wir einfach von oben nach unten eine Reihe von Schnitten da rein. Dann sieht das aus, als hätten die irgendwo so ein Stecken abgebrochen und einfach so, wie es gerade passt und wie es stecken bleibt, an ihrem Turm befestigt. Und so soll es ja aussehen. Die Goblins planen ja nichts, das sind keine Architekten und keine Bauer, sondern die treffen sich einfach. Und ich glaube, wenn mehrere Goblins an einem Turm in der Realität arbeiten würden, die würden sich einfach so lange streiten, bis das irgendwie dann doch wieder besseres Wissen fertig wird. Und dann fahren sie damit in die Schlacht und dann geht das sowieso kaputt. Oder sie kriegen so richtig auf den Kopf und lassen das Dings irgendwo stehen. Oder es bricht unterwegs zusammen und dann müssen sie es sowieso neu bauen. Ich glaube, die Goblins, die bauen halt selten irgendwas für die Ewigkeit, sondern da sind alle Fahrzeuge und Gegenstände, die die haben, die werden wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie verbessert und repariert und funktionieren so halb. Deswegen muss das auch nie alles so perfekt und gut aussehen, was die Goblins bauen. Wie gesagt, sehr froh, dass ich hier nicht irgendwie was für die Zwerge bauen müsste. Die dann immer sagen, ja, wir bauen für die Ewigkeit und das muss alles großartig sein. Fields of Athenry singen die Fans der Nationalmannschaft. Ja, die habe ich auch schon gehört, wie sie das gesungen haben. Da habe ich dann auch mitgemacht. Nicht, weil ich ein großer Anhänger der irischen Nationalmannschaft gewesen wäre, sondern weil das einfach so eine schöne Atmosphäre war und weil die alle so schön singen konnten. Und da habe ich gedacht, auch dann machst du mal mit. Man kann auch dauervoll produktiv sein. Ja, gut. Doktor macht immer einen auf Hassprediger und kuscht dann ständig. Wie, vor wem kusche ich denn, Opiumherz? Also, jetzt geht es um die Chirurgen. Dekaidi ist auch da. Oh, guten Abend, Dekaidi. Mädelfranken. Aha. Ach so, der Mädelfranke. Ja, ich habe wieder nicht aufgepasst, weil ich hier mit meinem Männlein beschäftigt war. Passt denn das, wenn wir das jetzt einfach so hier. Ui, das geht aber sehr weit nach außen. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von Fields of Athenry. Das ist auch. We had dreams and songs to sing. Ja, es ist ein schönes Lied. Also, Kinski, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Oh, verdammt! Wenn ich das so mache, das steht dann aber wirklich sehr weit nach außen weg. Ja, aber andererseits, auf dieser Seite ist ja auch noch gar nichts los. Dann kann das doch ein bisschen nach außen stehen, dann lass doch. Und wenn du hier unten eine kleine Kerbe reinmachst, dann schmiegt sich das besser an den Rest an. Jetzt brauche ich hier irgendwie einen kleinen Untersatz. Dr. Stevie, du hast noch gar nicht viel verpasst. Wir haben nur hier hinten diese Führung für das Steuerruder festgeleimt. Ansonsten ist heute noch gar nichts passiert. Und wir haben darüber gesprochen, welches das schönste irische Volkslied sei. Und es gibt ein paar Bösewichter im Chat, die sich erdreisten, protestantische Propaganda zu betreiben. Und nur weil ich die gewähren lasse, wird mir jetzt vorgeworfen, ich würde kuschen. Also, hört sich doch dieses und jenes auf, ehrlich wahr. Dass man sich von bösen Menschen alles anhören muss, das ist Ende von weg. So, das geht schon besser.
So schön, jetzt stößt er hier an die Spitze. Nehmen wir von der Spitze hier noch ein bisschen weg. Es geht um Millimeter, Leute. So, gut. Bukowski wird jetzt als Beispiel für einen produktiven und trotzdem versoffenen Menschen genommen. Ja, der war aber auch kein Ire, ne? Der war ja, der hat ja deutschstämmige Wurzeln. Also da mag das dran gelegen haben, dass der eben trotzdem einfach so work, work, work. Dass der deswegen immer fleißig war. Okay. Das passt. Wir können also dieses kleine Männlein gleich an drei Stellen hier am Turm verleimen. Eine ist hier. Gott, Kinski, was hast du mit mir gemacht? Dreams and songs to sing. Das kriege ich jetzt den ganzen Abend nicht mehr aus dem System. Es ist wirklich ein schönes Lied. So, und wenn Sachen so gleich auf Anhieb passen, dann weiß man, man hat nicht daneben gelegen. Das kann so bleiben, das ist gut so. Ja, doch, sieht nice aus. Das ist gut. So, dann können wir das Türmchen auch mal kurz beiseite legen und uns um das Entgraten der Besatzung kümmern. Das heißt, oh, es fehlt ja noch der Altar, der oben drauf stehen soll. Jedes Mal, wenn ich diesen Zauberer neu in die Hand nehme, fällt mir wieder irgendeine Stelle auf, die noch nicht entgratet ist. Als würden die, vielleicht wachsen die nach von Folge zu Folge. Immer wenn der in die Kiste wandert, dann wachsen die Gussgrate nach. Stephen King, Koks. Ja, Koks macht natürlich produktiv. Ich meine, guck dir Goebbels an oder für Fassbänder oder so Leute. Die waren doch eigentlich die ganze Zeit mit dem bolivianischen Marschierpulver unterwegs. Und wir haben die ganze Zeit Work, Work, Work. Das ist ja nur genau das Gegenteil von Alkohol. Das ist ja nicht sedierend. Unter Koks-Einfluss, da kann man natürlich, da kann man ganz unglaublich was wegschaffen. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr mal das Gerücht gehört habt, dass von Kokaingenuss das männliche Glied so hart wird, dass man damit einen gefrorenen Acker umflügen kann, das stimmt. Protestantengebäsche, darüber regt Ehrenmicher sich auf. Opiumherz ist nicht mehr religiös und hat trotzdem tiefen Groll gegen Protestanten. Ja, so muss das sein. Protestanten sind einfach schlechte Menschen. Der tiefe Groll gegen Protestanten ist richtig und wichtig. Die sind viel zu lange, viel zu gut weggekommen. Dass die so einen guten Ruf haben, das liegt wirklich, ich weiß nicht woran. Ich verdächtige die Religionslehrerinnen, die ganzen Generationen von Schülerinnen und Schülern irgendwie weiß gemacht haben, dass, ja, die Katholiken, das sind so ganz böse, repressive Hardliner, dann kommen die Protestanten und dann geht die Sonne auf. Das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man sich heute umschaut und sagt, wo sind denn die absoluten Hardliner, wo sind denn die Vollidioten, die so überhaupt keinen Spaß im Leben zulassen und die sagen so, hier einmal gelacht, dann kommt man sofort in die Hölle und geengelt werden darf nur am ersten Advent. Das sind die Protestanten. Gott gönnt in diesem Nun den Menschen ihre Lust. Das sind die Katholiken. Aber die Protestanten, die erlauben halt gar nichts. Wenn man davon vom Haferschleim nochmal nachhaben will, dann ist das gleich Sünde. Und Leute, nicht vergessen, ein gewisser Mädelfranke ist unter Garantie protestantisch getauft. Detny Gelter regt sich über die Qualität des Koks in seiner Heimatstadt auf.
Eine WoT über Protestanten und Preußen. Protestanten, sagt Olivia, kann man höchstens noch die Weichgespültheit und Beliebigkeit vorhalten. Ansonsten sagt sie immer wieder, der Doktor geht mit den Protestanten viel zu hart ins Gericht. Naja, wie gesagt, die Protestanten haben den 0. Weltkrieg verursacht. Ohne Protestanten kein 30-jähriger Krieg. Das verzeihe ich ihnen nicht so einfach. Da sehe ich nicht einfach so drüber hinweg und sage, ach ja, ne, dann haben die halt so ein bisschen Not und Elend über Deutschland gebracht für 30 Jahre. Ja, da muss man mit leben. Warum passt denn das jetzt hier nicht mehr durch die Bohrung, die ich da gesetzt habe? Es kann doch die Bohrung Wagner. nicht wieder zuwachsen, Leute. Was ist denn das hier? Oh, verdomme. Niemand wagt es, Preußen zu bashen. Doch ich. Fentanyl macht erst Dulle wie Sau und dann tot. Okay, also liebe Leute, nehmt kein Fentanyl. Einer deiner Ahnen war Stabsmusiker bei Friedrich dem Großen. Ganz im Ernst, Junge. Also die Preußen erobern halt Polen und dein Vorfahre macht die Musik dazu. 2, 3, 4. Ja gut, muss ja auch einer machen, ne? Jeder wie er kann. So, nun passt das. Gut. Wir hier eine Bohrung ins Holz gesetzt haben, wir nehmen das gute alte Schleifpapier. Kennt noch jemand die Körnung? Es ist die gute 320er Körnung. Ja, natürlich, welche denn sonst? Dann reinigen damit die Ränder der Bohrung, damit hier nicht so ausfransen. Das sieht gut aus. Das kann so bleiben. Das ist auch ein Werkstück, das schon so bleiben kann. Und der eigentlich auch. Der ist auch fertig. Der kann in die Waschanlage. Unsere Waschanlage, großspurig, ist einfach nur ein bisschen Wasser mit Spüli. Da kommen die Metallfiguren rein und werden nochmal abgeschrubbt, bevor wir sie dann behelfsmäßig auf Standfüße kleben, bevor wir sie bemalen können. Gott mit uns, Hashtag. Okay. Ein fehlgeleiteter Zuchtbulle. Preußen Karnevalsmarschmusik. Maria Theresa, die Nadja Baroudi ihrer Zeit. Actually Robin, guten Abend. Juan in Mexiko, Luan in der Dusche. Ein Leben ohne Kartoffeln ist möglich, aber sinnlos. Ich pflichte Olivia da vollumfänglich bei. Kartoffeln sind sehr wichtig. So, hat der auch noch irgendwo Gussgrate? Nein, hat er nicht. Der kann auch in die Waschanlage. Hurra! So, ich muss noch mal die Rappelkiste holen, wenn denn den kleinen Altar, den wir oben auf den Turm kleben wollen, den habe ich natürlich vergessen. Einen Moment, Leute. Salzkartoffeln, Pellkartoffeln, Rosmarinkartoffeln, alle Kartoffeln sind gut. Alle Kartoffeln sind gute Kartoffeln. Und das ist doch das Schöne an Kartoffeln, dass man alles Mögliche daraus machen kann. Boil 'em, mash 'em, stick 'em in a stew. Im Laufe der Jahrzehnte des Püppchenbastelns sammelt sich eine große Menge Püppchentrümmer an. Die sind alle hier in dieser Rappelkiste zu finden und ich durchforste jetzt gerade. Das sind Arme und Beine, da werden wir nicht fündig. Ah, hier, das ist das Teil, das ich gesucht habe.
Das ist ganz nett. Es ist ein Schädel mit Spinnenbeinen dran und so Schädeln und Federn. Genau irgendwo sowas, was so ein Juju Goblin da vor sich auf dem Turm installiert haben könnte. Es ist auch nicht zu hoch. Also wenn das so vor ihm steht, versperrt das nicht die Sicht auf den Goblin selber oder tut es. Okay, die Federn und der Schädel, die da unten dran hängen, die können nicht mitmachen. Das wird zu viel. Die müssen runter. Dann muss der aber irgendwo drauf stehen können. Wo drauf denn? Ja, dann machen wir gleich aus Green Stuff irgendeinen Sockel, wenn wir sowieso das Zeug angerührt haben. Das Haus verliert nichts. Die magische Bitsbox. Ja, genau, so sagt der Fachmann dazu. Eine Bitsbox. Klingt besser als die Trümmerteile-Sammlung. Zum Gruße, Dulubransai, du. Wann ich wieder lese, möchte Derk wissen, sobald es irgendwie was Interessantes zu vermelden gibt. In letzter Zeit hat Bumsti ja wieder eine Reihe dummer Dummheiten gemacht. Und am Montag hat der gute Kare in seinem Livestream auch einen Wunsch nach einem Text, nach einem Thema geäußert. Das habe ich aber nicht mitgekriegt. Und dann habe ich ihn danach im Chat noch dreimal gefragt, Junge, was war das? Was wolltest du hören? Und er hat sich aber nicht mehr dazu geäußert. Ja, ich wäre ja geneigt, seinem Themenwunsch, wenn er meinem Interesse entspricht, nachzukommen. Aber leider hat er den Wunsch nicht wiederholt. Katze sagt Rappelkisten. Ja, utopische Figuren aus der Rappelkiste basteln. Das stimmt, Katzkornfliege. Das ist eine hervorragende Idee. Also Chaosmutanten, die einfach nur so amorphe Sammlungen von Armen und Beinen sind, irgendwas aus einer Cthulhu-Geschichte, das kann man basteln, indem man einfach nur die Rappelkiste aufmacht und guckt, was habe ich da für interessante Teile und klebt die irgendwie holterdiepolter zusammen. Alle Teile aus der Rappelkiste zu einer Figur, das wäre eine sehr große, sehr, sehr unübersichtliche Figur. Und ehrlich gesagt, die meisten Teile der Rappelkiste sind so abgeschnittene Waffen. Ich habe eine ganze Zeit lang Blood Bowl Teams aus alten Warhammer-Soldaten gemacht und Blood Bowl ist halt das Team für das Spiel. Da spielen die Football gegeneinander und haben keine Waffen in der Hand. Und dann hatte ich also jede Menge alte Figuren, denen habe ich einfach nur die Waffen abgeschnitten und habe gesagt: So, Erzhattler, jetzt seid ihr Footballspieler. Sodass ich eine ganz beachtliche Zahl an Handwaffen abgeschnittenen da eingefunden hat. Und das kleine Skalpell scheitert wieder daran, hier gescheit das Zeug abzuschneiden. Das ist das neue Metall. Der ultimative Megagoblin. Es würde, glaube ich, wirklich eher aussehen wie irgendein Scheusal aus der Hölle. Es hätte wenig Goblinartiges an sich. Aber ja, möglicherweise, das wäre ja mal ein Projekt für die Zukunft, dass man sich irgendein verrücktes Fabeltier aus Einzelteilen zusammenbaut. Ein Dr. Olkenstein. Ja, ganz genau. Donneraxt, Metal, Knasterbart, Metal. H.P. Lovecraft. Ja, den finde ich gut. Wir hatten den, glaube ich, schon mal in dem Püppchenstudio. Wie gesagt, die Dialoge, die der schreibt, niemand hat zu irgendeiner Zeit so gesprochen. Das kann er überhaupt nicht. Wenn er Dialoge schreiben soll, daran scheitert er. Aber die Beschreibungen, die er macht und der Wortschatz, den der unterwegs hat, das macht ihn schon lesenswert. Das ist interessant. Death Immune hat messerscharf geschlossen. Ja, die Goblin-Cheerleader, die kommen aus dem Blood Bowl-Projekt. Das stimmt. Ruby Tuesday kommt nie zu spät. Ruby Tuesday kommt immer genau zu dem Zeitpunkt, zu dem Ruby Tuesday halt erscheint. Aber das ist immer genau der richtige Zeitpunkt. Kann nicht zu spät sein. Opiumherz ist Anhänger der Chaos Space Marines. Für die Leute, die da nicht informiert sind, die Chaos Space Marines sind genetisch modifizierte Supersoldaten, die im Zuge eines lange in der Vergangenheit liegenden Bürgerkriegs vom wahren Glauben abgefallen sind und jetzt auf eigene Faust den Göttern des Chaos dienen. Das ist sowas wie protestantische
Supersoldaten, die jetzt die erklärten Feinde der Menschheit sind. So, das machen wir noch ein bisschen gerade und sauber hier unten. Wunderbar, jetzt passt es. Wenn man das jetzt einfach nur hier so plopp da drauf setzt, das sieht ein bisschen komisch aus. Da fragt man sich, wo kommt das denn her? Vielleicht, wenn wir ein Plastikschild als Teller darunter setzen würden. Robert E. Howard, Detnegator, hier, sieh mal da. Steht hier zu meiner Rechten die kompletten Conan, The Complete Chronicles of Conan. Ups. Kamera fängt den Titel gar nicht an. Rappel, rappel. The Complete Chronicles of Conan von Robert E. Howard. Jedem zur Lektüre sehr empfohlen. Das, so als gute Nachtgeschichten sind die ganz hervorragend. Da kann man immer eine weglesen. Goblin aus Italien, die Soundtracks für die klassischen Zombie-Filme gemacht haben. Ja, die sind prima. Das ist richtig gut. Das ist richtig, richtig gut. Skirmisher wie Mordheim oder Frostgrave. Mordheim haben wir viel gespielt. Frostgrave, ich habe mir die Regeln gekauft und durchgelesen. Das sieht interessant aus. Es sieht verdammt interessant aus. Und ich hätte großen Bock, das zu machen. Ich habe aber bis jetzt noch niemanden gefunden, der Bock hat, das mit dem Doktor zu zocken. Ansonsten, ja, es sieht wirklich gut aus. Also da hätte ich große Lust drauf. Auch weil die Soldaten, die da vorkommen, aus denen man sich seine kleine Bande zusammenstellt, die sind alle so herrlich generisch. Da juckt es mir auch in den Fingern, mal eine Frostgrave-Bande zusammenzubauen. Das Conan-Buch gibt es bei einem bekannten Online-Versandhaus für schmales Geld zu kaufen. Ich habe das für 18 € gekauft. Da konnte ich auch nicht widerstehen, als ich den Preis gesehen habe und gesehen habe, in welcher Aufmachung das daherkommt. Da war kein Halten mehr. Die Space Marine-Spieler im Chat hauen sich jetzt gegenseitig ihren Emperor um die Ohren, denn die loyalen Space Marines verehren einen Gott-Kaiser, den Emperor, und die Chaos Space Marines, die mögen den überhaupt nicht. Und ja, das ist jetzt hier vom Fachmann für Kenner, was Actually Robin sagt. Ich glaube nicht, dass der Rest des Chats da irgendwie diesen halb theoretischen, halb Spielerhintergrund-Diskussionen wirklich folgen kann. Aber macht ihr mal, Leute. Ich nehme derweil eine alte Zahnbürste zur Hand und schrubbe diese Goblins ein bisschen ab, damit später Farbe und Kleber besser an ihnen halten. Baratheon, hoch die Zollern an den Galgen. Dr. Stevie, das T-Shirt, das heute im Püppchenstudio zu sehen ist, ist kein Band-Shirt, sondern es ist ein Katzenshirt. Darauf ist einfach nur eine Katze zu sehen, die bei Nacht aus dem Fenster schaut. So, hier sieht man ein Katzenauge. Also hier ist der Kopf der Katze und sie steht vom Fenster und schaut raus. Wie Sus, ja, Katzen immer Sus. Und die Space Marine Spieler lassen nicht aus. Statt Stolz und Ehre geht es hier also Purge the Xenos Scum und keine Ahnung. Dass man muss da, die Uneingeweihten haben überhaupt gar kein Verständnis dafür. Man muss wissen, dass die Hintergrundgeschichte der Science-Fiction-Version von Warhammer, die ist wirklich sehr,
grimmig und dunkel und hoffnungslos, dass der Gottkaiser der Menschheit, der ist eigentlich überhaupt nicht mehr lebensfähig. Das ist so eine Zombie-Ruine, ein Menschenwrack, nur künstlich am Leben erhalten. Und seine genetisch mutierten Supersoldaten überziehen das gesamte Universum mit einem nicht enden wollenden Krieg, in dem sie einfach alles, was ihnen wie Fremdlinge oder wie Aliens vorkommt, das ist alles böse und das muss alles bereinigt und gesäubert werden. Es ist schon ziemlich harter Tobak. Man darf sich eigentlich gar nicht wundern, warum es so wenig Frauen gibt, die sich diesem Hobby mit Ernst und Eifer widmen. Ich bin deswegen stolz und froh, dass das Püppchenstudio einen Frauenanteil hat, der so ungefähr viermal so hoch ist wie der Frauenanteil, der sonst bei Sachen, die mit Püppchen zu tun haben. Irgendwas müssen wir richtig machen, Leute. Auf dem Regelbuch steht nicht umsonst: In der Finsternis der fernen Zukunft gibt es keinen Frieden. Ja. In the grim darkness of the future, there is only war. So hieß es im Original. Gut. Dieser soll so einen überdimensionierten Fliegerpfeil in die Hand bekommen. Die Federn und die Spitze des Pfeils machen wir nachher aus Greenstuff. Den Schaft des Pfeils, da nehmen wir den guten alten Kupferdraht zu Hilfe. Stärke 1,5 mm. Diese Kupferstange hat durch das Liegen in der Schublade ein bisschen gelitten. Die ist nicht mehr so ganz gerade. Wir müssen also einen Teil finden, der gerade ist. Hier hinten ist einer. Den krummen Teil zwick ich kurz ab. Ja. Zack. Wie lang muss das Ding sein? Ey. Ich brauche noch mal den Bohrer. Hier muss noch mal nachgebohrt werden. So. Tablet ist doch wieder ein Hater. Ich dachte, ich hätte es so eingestellt, dass es nicht mehr die ganze Zeit ausgeht. In the grim dark future, there is only war. So heißt es. Opiumherz hat es im Kopf und kann es auf Verlangen jederzeit rezitieren. Das ist lobenswert. Ja, ich gebe jetzt mal an. Mal gucken, denn das großartige Conan-Buch ist ja nicht das einzige, was wir hier rumstehen haben. Wir räumen das Püppchenstudio kurz frei für ein Druckerzeugnis. Und was haben wir hier? Dies ist das Original, das erste 40K-Regelbuch überhaupt, Rogue Trader. Und da steht noch nichts von There is Only War. Oder? Wir blättern mal auf. Da ist das Logo noch nicht zu sehen. Aber all die schönen alten Fotos. Sieht aus wie ein Boltthrower-Cover. Ja, die Band Boltthrower hat diese Illustration von Rogue Trader. Also hier sieht man die genetisch mutierten Supersoldaten in einer Fernkampfsituation. Die feuern aus allen Rohren in alle Richtungen. Und die Band Boltthrower hat dieselbe Illustration genommen, um ihre erste EP damit zu verzieren, hätte ich jetzt bald gesagt. Das dicke Softcover-Buch. Ja, dies ist das Hardcover-Buch natürlich. Also, hier, ich hab's gefunden. So hieß der Slogan im Original: There is no time for peace. No respite, no forgiveness, there is only war. Aber von Grim und Dark stand da noch nichts. The Nightmare Future of the 40th Millennia heißt es hier noch. Nicht Grim Dark Future, sondern Nightmare Future. Only the superior psychic mind of the Emperor shields humanity from certain extinction. Dedicated to his service are the warriors, agents and myriad servants of the Imperium.
Foremost amongst them stand the Space Marines, men strengthened by advanced bioprocessing techniques to create the ultimate human warrior. The galaxy is a hostile place. There are alien forces, even unwitting humans, that would enslave or destroy mankind if they could. The struggle continues unabated. Wars rage over airless planets, in the city bottoms of hive worlds, and within the Imperium itself. From the dark regions of warp space, chaotic entities spin webs to ensnare the weak and beguile the innocent. Everywhere, soulless specters and slavering monsters are poised to extinguish the life of humanity. There is no time for peace, no respite, no forgiveness. There is only war. So muss das sein, Leute. Das war die gute alte Zeit, da gab es keinen Grimdark. Nur für dieses Buch würdest du mich ausrauben, Opiumherz. Das ist sehr gemein. Boatthrower sind Zocker, ja, das stimmt. Das stimmt. Kommissar, wir sind umzingelt, dann können wir in alle Richtungen angreifen, ganz genau. Mad Cat Lady ist da. Oh, prima. Guten Abend, Mad Cat Lady. Ich hoffe, dem Bibi und ihr, euch beiden geht's gut und ihr seid wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. Für diejenigen, die es nicht wissen, die arme Katzendame musste unversehens das Krankenhaus aufsuchen. Wir brauchen jetzt die Schlosserpfeile, um die Enden dieses Kupferstängelchens ein bisschen glatt zu machen, damit man da nicht mehr sieht, wo die Zange die Dinger flach gezwickt hat. Ah, Baby, geht's gut, das ist das Wichtigste. Krieg bleibt immer gleich. Würdereiz ist gerade mit einer allgemeinen Mobilmachung beschäftigt und sagt, solange die eine Truppe mehr Männer hat als die andere Munition, ist der Sieg auf ihrer Seite. Ja, das sind so napoleonische Strategien. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber jeder wie er will. Die Goblins sind da eher pragmatisch veranlagt, also meine Erfahrungen mit den Goblins auf dem Schlachtfeld, die bestehen zu großen, großen Teilen darin, ihnen beim Weglaufen zuzuschauen. Wer flieht, steht weiter seinen Mann, was wer erschlagen nicht mehr kann. Und ich kann es ihnen auch irgendwie nicht so richtig verargen. Ich kann denken, so, wenn ich jetzt wirklich der Goblin-General wäre, ich könnte diesen kleinen armen Teufeln nicht mal so richtig böse sein, dass die jetzt im Anbetracht der erdrückenden Übermacht des Feindes sagen, nö, machen wir nicht, hier komm, wir nehmen unsere drei Groschen und unsere Puppenlappen und gehen wieder nach Hause. Ja, Jungs, das ist schon richtig. Ich kann es euch gar nicht übel nehmen, ihr seid so niedlich, ihr seid sogar niedlich, wenn ihr wegrennt. Und die Generäle der grimmigen Zukunft fangen jetzt an, Bündnisse und Allianzen zu schließen. Okay, macht ihr mal, Jungs. Ihr wisst schon am besten selber, was ihr tut. Was tun wir währenddessen? Wir sorgen für ein bisschen Ordnung im Püppchenstudio. Wir müssen vor allem dafür sorgen, dass nicht so viel Staub und Dreck hier herumliegt, weil dann können wir den nächsten Arbeitsschritt nicht vollziehen. Wir legen ein paar Sachen beiseite, die wir heute nicht mehr brauchen. Denn nun ist es an der Zeit, einen letzten Detailschritt an unserem Türmchen zu beginnen. Überall da, wo sich die Hölzer treffen, müssen sie ja eigentlich mit irgendwas zusammengebunden sein. Dass sie von Kleber gehalten werden, für uns reicht das aus, aber für die Illusion, die wir erzeugen wollen, nämlich die Goblins haben das alles gebaut, geht das natürlich nicht. Das heißt,
überall da, wo die sich treffen, müsste eigentlich eine Bindung sein, irgendeine Wicklung. Die müssen wir noch hinzufügen. Statt tatsächlich, das wäre die erste Möglichkeit, wir könnten diese Wicklung versuchen mit Nähgarn zu simulieren und kleben das Nähgarn dann daran fest. Die andere Möglichkeit ist, wir nehmen einfach die bekannte Modelliermasse Green Stuff, rollen daraus ein dünnes Würstchen und benutzen dieses Würstchen. Damit wir beide Hände frei haben, nehmen wir diese künstliche Hand und da sind einfach zwei so Krokodilsklemmen dran. Da können wir das Türmchen reinspannen und jetzt können wir gescheit arbeiten. So schön die Idee von der Katzendame war, das alles mit dem immer in das Schälchen mit Sand zu stellen, dies ist doch ein bisschen einfacher und auf lange Sicht gesehen effektiver, denn hier kann man auch durch die ganzen Gelenke und Wellen, die an diesem Dings dran sind, das in jede beliebige Richtung kippen und drehen und ja, doch, das ist ganz gut. So lässt sich arbeiten. Ja, an einer Seite fängt man an, zur Not kann man das auch nochmal einfach in die anderen beiden einspannen. Was zur Hölle ist das für ein Sexspielzeug? Wie gesagt, es handelt sich dabei um eine künstliche Hand. Ist jedem Modellbauer, der mit Green Stuff arbeiten will, ist so eine künstliche Hand sehr empfohlen, denn man braucht immer eine dritte Hand. Black Spirit, guten Abend. Green Stuff ist schon am Start, actually, Robin. Green Stuff, für die, die es noch nicht gesehen haben, ist eine Zwei-Komponenten-Modelliermasse. Sie hat einen gelben Teil, das ist der elastische Teil, und einen blauen Teil, der dafür sorgt, dass das Ganze an der Luft aushärtet und zwar so hart wird, dass man es tatsächlich auch polieren, schleifen, schneiden, strukturieren und so weiter kann. Und damit es aber haltbar ist, werden diese beiden Komponenten eben voneinander getrennt verkauft, an so einer Rolle oder einem Streifen. Green Stuff heißt es deswegen, weil man es, bevor man es benutzen kann, erst zusammenmixen muss, bis aus Blau und Gelb grün wird. Das Zeug ist stark hygroskopisch, heißt wasserziehend. Wenn man es in den Händen bewegt, werden die Hände davon rau. Deswegen arbeiten wir immer mit ein bisschen Wasser. Von dem Streifen wird einfach eine gewisse Menge an Green Stuff abgeschnitten. Na, so viel werden wir nicht brauchen. Ich denke, das wird reichen. Den Rest kann man wieder einwickeln. Ja, das ist besser als Sand, sagt die Katzendame selbst. Die künstliche Hand deines Opas sah anders aus. Haltevorrichtungen wie diese wird gerade empfohlen von Alfarius bei Lidl. Wenn Lidl Werkzeugwoche hat, das mag gut sein. Den Teil, an dem die beiden Komponenten aufeinandertreffen, da sind sie durch den Kontakt schon ausgehärtet. Die lassen sich nicht mehr miteinander vermischen. Also den Teil, den schneidet man raus und wirft den gleich weg. Den hat man sonst immer als harten Klumpen. Wo kommt das denn her, Ruby Tuesday? Ja, das Püppchenstudio verfügt über eine Reihe von Werkzeugen, die man nicht so häufig braucht und die deswegen in einer unteren Schublade unter allem möglichen Geröffel verborgen sind. Ich habe mich nur daran erinnert, dass ja, heute will ich mit Green Stuff arbeiten, dann könnte ich das Ding ja mal wieder zum Vorschein bringen. Und man macht da eine blaue und eine gelbe Wurst und die dreht man dann einfach so zusammen. So. Und der Rest ist so, wie Kinder mit Knetgummi arbeiten. Man knetet das jetzt in den feuchten Händen. Und wie gesagt, das zieht die Feuchtigkeit aus den Fingern raus. Das ist richtig hart. Hand gibt es in jedem Baumarkt. Oder ja, wenn es die bei Lidl tatsächlich gibt. Ehrenmecher sagt, Rainer würde das als Hodenspanner nutzen. Noch nie meine Hoden spannen müssen. Ehrenmicha, was machst du mit deinem Gehänge? Warum spannst du das? Junge, was ist denn falsch bei dir? Ich wüsste gar nicht, was das ist, ein Hodenspanner. Ich versuche gerade vor meinem inneren Auge ein Szenario entstehen zu lassen, das es notwendig macht, dass die Hoden gespannt sind. Bei Spannen denke ich an Wäscheleine und wenn man das jetzt mit. Oh nee, ach nee, ach Leute. Wir kriegen einen trockenen Hals von. Da muss ich mal einen Schluck aus der Brausebüchse nehmen.
Hast du gut. Actually, Robin schmäht jetzt Andreas Hofer. Das finde ich gut. Eins rauf mit Mappe. Trolldabol, Medal. Ja, live dabei. Die Videos im Nachhinein. Ich hatte mal überlegt, ob ich die ganzen Püppchenstudio-Videos nicht auch auf dem YouTube-Kanal hochladen sollte. Alpharius fragt zu Modellbau und Katzen. Hast du keine Angst, dass die Katze Figuren umstößt oder tut sie an Werkzeugen weh, die ich rumliegen habe? Wenn ich fertig bin mit Basteln, also Werkzeug liegt nicht herum. Es liegt alles immer in der Schublade. Und an den Figuren, also Figuren, die herumstehen, stehen in der Vitrine, aber auch sonst hat die Katze absolut gar kein Interesse daran. Wenn ich mich hinsetze und anfange zu basteln oder zu malen und die Katze ist gerade aktiv, dann springt sie da mal kurz hin und guckt ein bisschen und stellt dann fest, nur das ist alles völlig uninteressant. Also die Katze hat an den Figuren absolut überhaupt kein Interesse. Quassel sagt, ich trinke zu viel Brause. Guten Abend, Quassel, der Brauseteufel. Vom Brauseteufel habe ich noch nie was gehört. Beim Rasieren. Uff, Leute. Speer aus dem Fettgeschwulst ziehen. Igidigidigid. Igidigidigid. Actually, Robin möchte wissen, welche Brause es ist. Es handelt sich um Ultra-Zitronen. Eine zuckerfreie Monsterbrause, die nach Zitrone schmeckt. Also was nach Zitrone schmeckt, enthält Vitamin C und ist deswegen gesund. Lieber Quassel, keine Spur von Brauseteufel, das ist gesund. Das ist Vitamin C. So, wir nehmen ein Stück ab. Den Rest werfen wir tatsächlich, wenn man mehr von dem Green Stuff zusammengedreht hat, das ist jetzt grün, also jetzt ist es verwendbar, wenn man mehr zusammengedreht hat, als man unmittelbar benutzen möchte, damit das Zeug nicht hart wird, kann man es einfach in den Wassernapf werfen, bis man es braucht. Die paar Minuten oder halbe Stunde, die das im Wasser liegt, das ändert an der Konsistenz von dem Zeug überhaupt gar nichts. Frau Kinski behauptet, ich habe Klavierspielerfinger. Lieben Gruß unbekannterweise an Frau Kinski. Ich kann nicht Klavier spielen. Also, habe ich noch nie gemacht. Keine Ausbildung darin. Ich hoffe, Klavierspielerfinger bedeutet nicht im Hause Kinski irgendwie so ungeschlachte, missgebildete Hände. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das bei euch ja so ein feststehender Ausdruck. So, man dreht jetzt sehr vorsichtig und zart das Green Stuff zu einem haarfeinen Würstchen. Ich sehe gerade, die Kamera fängt das gar nicht mehr ein. Aber ja, so dünn und zart muss das Ganze sein. Aufgebracht wird das Ganze mit unserem Modellierwerkzeug, das wir aus altem Zahnarztbesteck improvisiert haben. Ich weiß nicht mehr, welcher User-Chat-Nutzer es war, der in diesem Zusammenhang von Hartz-IV-Hacks gesprochen hat und gesagt hat, ja, wenn Modellierwerkzeug zu teuer ist, dann kauft man irgendein billiges Zeug, das genau denselben Zweck erfüllt. Also wie gesagt, das ist altes Zahnreinigungs- und Zahnarztbesteck. Irgendwas, mit dem die Kieferorthopäden die kleinen Kinder quälen. Und wir benutzen das jetzt als Modellierwerkzeug. Ich stelle gerade fest, es wäre sehr viel sinnvoller, wenn ich nicht die beiden vorderen, sondern die beiden seitlichen Pearle von dem Dings einspanne. Ja, das ist gut. Halt, nein. Ich möchte an der Front anfangen. Ja, der Doktor und räumliches Denken. Und ja, wo wir gerade bei Frau Kinski waren. Ah, Kinski meldet sich wie auf Kommando. Stammt aus einer Klavierfamilie mit langen Fingern. Ja, ich behaupte ja immer, meine Hände seien feingliedrig. Ich musste mir schon allen möglichen
böse Kommentare über meine Hände anhören. Ja, Leute, ich habe halt keine anderen. Was soll ich denn machen? Wir machen ein Stück davon ab, legen das diagonal über die Stelle, an der wir es anbringen wollen, und wickeln die Enden um das Rundholz herum. So. So. Einmal so und einmal so. Mit dem Haken geht es einfacher als mit der Spitze. So. Und fertig. Anstatt das tatsächlich über Kreuz zu wickeln, nimmt man lieber zwei Stücke und legt die über Kreuz. Ja, muss ein bisschen näher ran. Na, wüst du wohl. Ja, bis man den Dreh raus hat. Am Anfang stellt man sich immer ein bisschen dattelig an bei diesen Greenstuff-Sachen. Aber da wir hier ein gutes Dutzend dieser Dinge zu verkleiden haben, werden wir den Dreh früher oder später schon raus haben. Am Anfang ist es immer ein bisschen sehr dattelig, aber so sollte das Ganze, fängt die Kamera das ein, hier. Auf dieser Seite hier haben wir eine Bindung aus Greenstuff angebracht. Sie sieht sehr klein aus. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sehen kann, was wir hier gemacht haben. Also wir haben das Greenstuff einmal kreuzweise um den Pearl herumgewickelt, hier an dieser Stelle. Damit das Ganze so aussieht, als hätten die Goblins das mit einem Tau zusammengebunden. Ja, aus Greenstuff Würstchen drehen, das ist hohe Kunst, Leute, ne? Das kann nicht jeder. Das sieht so leicht und einfach aus, aber nein, 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 um Gottes Willen, das ist hier die letzten Weihen des Modellbaus. Modelliermasse zu dünnen Würstchen zu drehen. Und dann, wie gesagt, wird das einfach diagonal über die Stelle gelegt. Man benutzt diesen Haken am besten, um das. Und schon fällt es runter. Dann ganz vorsichtig wieder aufsammeln und nochmal versuchen. Es reicht eigentlich, das so ein bisschen anzudrücken, denn wie gesagt, das ist sehr hygroskopisch und das haftet gerne an Sachen an, aber meistens haftet es lieber an den Fingern und am Werkzeug als an dem Stück, an dem man es wirklich haften lassen möchte. Das ist der Nachteil an Greenstuff. Und die ganze Kunst ist eigentlich, es dazu zu bringen, da zu haften, wo man möchte, dass es haftet. Uiuiui. Das wird wieder ein fürchterliches Gefrickel, ich sehe das schon. Ich hätte dieses Püppchen erst nachträglich da dran kleben sollen. Jetzt ist es mir nämlich gerade fürchterlich im Weg. Aber jetzt hat er verloren. Jetzt machen wir das hier einfach fest. Jetzt haftet es aneinander. Rot fährt dumme. Na, ach, Gottes Willen. So, jetzt hast du verloren. Jetzt bist du da, wo ich dich haben will. Ha. Und du auch. Das eine Ende und das andere Ende. Und dann wird das hier einfach so rumgezwickelt und fertig. Nein, es hängt am Finger. Ach Gott. Gerade wenn man denkt, man hätte es glücklich befestigt, stellt man fest, man hat es angefasst und es haftet am Finger. So. Und damit so Kreuzbindungen entstehen, man muss gar nicht erst versuchen, das wirklich über Kreuz hier festzuzwickeln. Das würde scheitern. Man nimmt einfach zwei Enden und legt die über Kreuz und dreht dann die hinteren Enden hinten an dem Hölzchen fest. So. Es muss auch nicht wirklich sauber aussehen. Die Goblins geben sich ja auch keine Mühe. Die
zwickeln das einfach irgendwie fest und sind froh, wenn es fällt. Eigentlich genau wie ich gerade. Na. So. Wunderbar. Ja, es ist so eine richtige Goblin-Bindung geworden. Die ist sogar mir zu unsauber. Na, ja, komm schon. Hier noch in die Karte ziehen. So, wunderbar. Das sind zwei. Fehlen ja nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Hunderte. Kann man statt Green Stuff Leona nehmen? Nein, das kann man nicht. Error, das ist lieb. Meine Hände sind total in Ordnung. Ich weiß nicht, was das Handshaming soll. Vielleicht ist das ja auch einfach der Neid. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die ganz ungeschlachte Wurststummel haben und die sich dann über fremde Hände äußern und das ist eigentlich nur der Neid. Wobei das natürlich auch wieder Winglerlogik ist, wenn man sagt, die ganzen Hater, die sind alle nur neidisch. Ich meine, 15 Minuten weg, da steht ein behinderter Cyborg auf dem Tisch. Nein, 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 Dead Negator. Das ist eine künstliche Hand, die das Modell festhält, während wir mit Green Stuff arbeiten. Denn für Green Stuff braucht man meistens beide Hände, um das Zeug da aufzubringen, wo man es haben möchte. Hier nehmen wir einfach ein Teil, das ist lang genug. Gehen damit hier in die Lücke, so. Und zwickeln das jetzt von unten und von oben. Um die Schaschlikstäbe rum. Einmal so, einmal so, einmal so und einmal so. Und fertig. Das ist die Rückseite, da muss man sich sowieso nicht so viel Aufwand und Mühe mitmachen. Hinten so ein bisschen an die Stäbe dran drücken. Doch, das sieht sehr gut aus. Also ihr müsst mir das glauben, dass das sehr gut aussieht. Ich fürchte, diese feinen Details werden von der Kamera nicht so richtig eingefangen. Sieht nicht nur aus wie Goblins, sie riecht sogar noch danach. Ja, ganz genau. Bumsti ist Zucht und Fall einer Leona-Fabrik. Warum wird denn in der Leona-Fabrik gezüchtet? Aber wo wir gerade bei Frau Kinski waren, es hat mich ja dann doch schon reichlich erfreut, dass mir nette Twitter-User geschrieben haben, sie würden das Püppchenstudio in trauter Zweisamkeit genießen. Also am besten noch, während das Ehegespons irgendwelchen häuslichen Pflichten wie Bügeln oder sonst was nachkommt. Und dann habe ich gedacht, gucke mal an, das ist doch was Feines. So, der eine sitzt da und genießt den Feierabend und der andere ist mit irgendeiner Handarbeit beschäftigt und in trauter Zweisamkeit lauscht man dem Püppchenstudio. Da habe ich mich dann doch sehr gebauchpinselt gefühlt und gedacht, ja, guck mal, das ist doch was. Das ist doch wirklich ein Spaß für die ganze Familie. Das finde ich gut. Wenn man sich dann am besten noch vorher verabredet hat, dann, Schatz, hast du heute Abend Zeit? Ja, wieso? Was kommt denn im Fernsehen? Nix kommt im Fernsehen. Püppchenstudio läuft. Oh, das gucken wir, das hören wir uns gemeinsam an, Schatz. Ja. Das ist doch schön. Da hat man doch richtig wieder Vertrauen in die Menschheit zurückgewonnen, dass es sowas noch gibt. Also an dieser Stelle Grüße gehen raus an alle Püppchenstudio-Zuhörer, Zuschauer, die nicht alleine sind, während sie Püppchenstudio schauen. Grüße gehen natürlich raus an alle, die alleine sind, aber besondere Grüße gehen heute raus an die, die es zu zweit gucken. Um die einsamen Herzen kümmern wir uns nochmal gesondert in einer späteren Folge. Das ist heute die verspätete Valentinsfolge des Püppchenstudios. Also seid nett zueinander. Verlernt es nicht, einander zuzuhören. Nehmt die Belange des anderen immer ernst.
Und sagt euch gelegentlich mal, dass ihr euch noch so richtig heiß findet. Das ist auch nicht verkehrt. So. Error sagt Püppchenstudio immer in Zweisamkeit mit dem Bub. Ja, der Bub ist aber nichts für ungut. Natürlich ist dein Bub der schlauste und reifste und aufgewecktste von allen Buben in seinem Alter. Aber trotzdem hat er ja noch nicht so richtig eine Vorstellung, was hier eigentlich passiert. Grinsen von links. Okay. Freundin fragt immer, wann ich wieder den Modellbautyp schaue. Püppchenstudio begeistert alle. Oh, wie lieb. Actually, Robin, bist du gerade beim Essen? Hast du dir Rippchen gemacht? Sind Rippchen bei dir Spare Ribs, also so Schälrippen oder gekochtes Kotelett? Ich musste nämlich feststellen, dass Rippchen in dem Teil Deutschlands, den ich gerade bewohne, eine andere Bedeutung hat als in dem Teil Deutschlands, in dem ich zur Welt gekommen bin. In der alten Heimat sagt man Rippchen, wenn man so im Ofen gegarte Spare Ribs meint. Und hier heißt Rippchen ein gekochtes Kotelett, entweder Stielkotelett oder Nackenkotelett, das als Beilage zu Sauerkraut genossen wird. Ja, so reich ist die deutsche Sprache, dass selbst ein Wort wie Rippchen unterschiedliche Bedeutungen haben kann. So, diese Bindung, da bin ich jetzt tatsächlich wie ein Goblin zugange und ziehe das Green Stuff einfach um die Pearl rum und hoffe, dass es irgendwie fest bleibt. So. Ja, das sieht so richtig Goblin-Style aus. Oh Gott, ist die schief und krumm. Die kann so nicht bleiben. Leute, ab damit. Das, nein, 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 nein. Das gefällt mir nicht. Das machen wir anders. Ja, man hat keinen Materialverlust, wenn das mit dem Green Stuff nicht funktioniert hat. Man rollt es einfach wieder zu einer Kugel zusammen und gibt ihm eine neue Form. Das macht gar nichts. Das ist völlig egal. Impeller hat Pommes. Opium schaut Püppchenstudio allein, damit sie sich nicht in die Stimme von Olf verguckt. Wie kann man sich denn in eine Stimme vergucken? Oder in die eloquente Art. Das ist lieb, Opiumherz, Dankeschön. Eloquente Art. Man bekommt unbändige Lust, sich dem Tabletop-Hobby hinzugeben. Auch eine dicke Portion guter Beziehungstipps. Sag du Branzai, du. Ja, we aim to please. Es soll ja für jeden was dabei sein. Also es kann ja sein, dass, weiß ich nicht, wenn die Leute so, kommt für die Püppchen, bleibt für die Beziehungstipps. Ich kann natürlich das Püppchenstudio zumachen, sobald Marco Polo auf die Idee kommt, Modellbauseminare anzubieten. So, Flirten und Modellbau. Dann gehen die auf die Zeil, auf den Aufriss und die, die nichts klar gemacht haben, die treffen sich dann am Abend wieder und basteln gemeinsam und reden darüber, wie dumm die Weiber sind und oh, alle Schlampen außer Mutti. Dann könnte das Püppchenstudio natürlich zumachen, wenn es so harte Konkurrenz bekäme, aber ich hoffe inständig, dass es dazu nicht kommen wird. Dass Marco Polo also nicht irgendwann seine Liebe zum Modellbau entdeckt. Für diejenigen, die den nicht kennen, das ist der Typ mit Wäschewaschen. Dieser niedliche, zwergenwüchsige Mann, also der ist nicht wirklich zwergenwüchsig, der ist halt ein bisschen zu kurz gepflückt, der Flirt-Tipps verkauft und hin und wieder auf der Zeil, also auf der Innenstadt in Frankfurt zu sehen ist, wie er da irgendwelche Passantinnen anspricht. Ich mir dann auch frage, dass der noch nicht irgendwie Tränengas abgekriegt hat, das ist auch nur seinem Glücksstern zu verdanken. Hier machen wir gleich eine Monsterbindung und binden drei Stöcke auf einmal aneinander. Und wir machen das
Wieder genau wie die Goblins das auch machen würden. Einfach hier den Strick drüber legen, hier drum ziehen, hinterzwickeln. Eieiei, nur halt doch da mal dran. Nein, man darf nicht die Geduld verlieren. Sobald man ungeduldig wird beim Modellbau, ist alles verloren. Und wenn man feststellt, das Zeug will nicht so, wie man selber will, dann hat man vergessen, seine Modellbauwerkzeuge vor der Benutzung anzufeuchten. Das ist tatsächlich so. Mit feuchten Instrumenten arbeitet es sich sehr viel leichter. Und ich gehöre zu den unhygienischen Modellbauern, ich meine, ihr könnt es ja nicht sehen, die dann zwischendurch auch selbst vergessen, gerne die Enden der Instrumente, mit denen sie ja hantieren, zwischen die Lippen nehmen. Warum auch nicht, ist am einfachsten. Hier brauchen wir das Häkchen, um das Ende unserer Strippe. Eieiei, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt ist wieder alles kaputt. Nein, ist es nicht. Komm schon. Also das mit den Nägern zu versuchen, das wäre fürchterlich schief gegangen. Es ist wahrscheinlich besser, dass wir hier den Faden, der die Sachen aneinander binden soll, mit Greenstuff simulieren und nicht einen echten Faden nehmen. Da hätte ich ja die Krise gekriegt hier. Da wäre ich ja völlig verrückt geworden. Wenn ich versucht hätte, das mit richtigem Faden zu machen, das wäre sowas von daneben gegangen. So, haben wir schon alles aufgebraucht? Ja, macht nichts. Wir haben ja hier im Wasser. Katze Konflikt gesagt, bei Wäsche waschen muss ich immer lachen. Ja. Der Bub muss nichts verstehen, sagt Error. Der schläft aber ein, das ist super. Ja gut, wenn das Püppchenstudio geeignet ist, den erschöpften Buben in den Schlaf zu lullen, dann erfüllt es auch einen sehr edlen Zweck. Das macht mich genauso froh. Bambuleo Bob sagt, schämt sich jedes Mal, wenn er Püppchenstudio schaut, für die eigenen stümperhaften Modellbauerfahrungen. Das solltest du auf keinen Fall tun, sondern Modellbau ist ja, das ist ja kein Wettbewerb. Wir machen das ja nicht um die Wette, wer hat das schönste Ergebnis, sondern das Ergebnis muss einen selber zufriedenstellen. Und es ist tatsächlich ein Lerneffekt zu bemerken, dass jedes Modellbauprojekt, das ich abschließe, oder fast jedes, da bin ich hinterher zufrieden damit und sage, guck mal, das ist nicht so geworden, wie du wolltest. Und da gibt es definitiv immer noch Luft nach oben, das gibt es immer. Aber es ist schon besser als das vorherige. Und am schönsten ist das, wenn man dann am Ende irgendwie was gelernt hat und sagt so, was hätte ich denn besser machen können? Wo hat es denn hier gehapert? Was war denn nicht so gut? Und was kann ich, wenn ich das nochmal versuche, machen, damit es beim nächsten Mal besser aussieht? Und stümperhafte Versuche, ja, Hauptsache man fängt mal an. Hauptsache man probiert das einfach mal. Die ersten Sachen, die ich gebaut habe, die sehen auch fürchterlich aus. Und ich habe jede Menge Sachen angefangen und habe dann mittendrin festgestellt, ja, das wird aber so nichts. Das ist absoluter Quatsch, was du hier versucht hast. Das wird niemals fertig werden. Oder hier ist es viel zu groß oder es sieht einfach scheiße aus. Ja, dann. Das Scratch-Bild macht das ja nichts. Die Materialien, die man dann wegschmeißt, die haben ja nichts wirklich was gekostet. Also ein Quadratmeter Balsaholz kostet, glaube ich, so 3 €. Es ist nicht teuer und das Einzige, was man verloren hat, wirklich ist Zeit. Aber es ist ja keine verlorene Zeit, wenn man sich ganz entspannt einem Hobby widmet, das man gerne ausübt. Da kommt es ja dann auch nicht so sehr auf das Ergebnis an. Wo waren wir denn eben? Ursprünglich, nein, bin ich kein Hesse, Detnigator. Die alte Heimat ist das Rheinland. Willkommen in Hessen jetzt. Ja, also inzwischen lebe ich in Hessen. Ist kein schlechtes Land zu leben. Und wenn es um regionale Spezialitäten gibt, da ist Hessen auf jeden Fall die bessere Wahl als das Rheinland.
Im Rheinland ist das Nationalgericht irgendwie dasselbe, wie es fast überall in Deutschland ist, nämlich Matsche mit Pampe und Fleisch. In Hessen gibt es aber durchaus sehr angenehme, empfehlenswerte Spezialitäten. Das, so ein Handkäse zum Beispiel, das ist eine feine Sache. Oder auch der Frankfurter Apfelwein, ja, den kann man sich zwischendurch schon mal gönnen, möchte ich an dieser Stelle gestehen. Da habe ich dann schon das ein oder andere Mal den ein oder anderen Schobbe gepetzt, wie das hier in Hessen heißt. Also für die Nicht-Hessen, das heißt Glas geleert. Überall sonst in Deutschland werden Gläser geleert, in Hessen werden Schobbe gepetzt. Sie sind ein lustiges Völkchen, die Hessen, und sie reden sehr albern daher, aber ist nicht so schlimm wie Sächsisch oder so. So, haben wir da jetzt alle? Ja, auf der Seite fehlt unten noch einer. Und wieder die Überreste dieser Würstchen. Die kann man immer wieder neu zusammendrehen. Ja, und die Hessen sagen tatsächlich Rippchen zu gekochtem Kotelett. The Ruin Princess. Mein Freund hat mir gesagt, dass ich immer, wenn ich Püppchenstudie geguckt habe, sehr entspannt und gelassen ist. Das freut mich, Ruin Princess. Das ist mit Sinn der Sache beim Püppchenstudio. Deswegen gibt es hier auch keine Einspieler, wenn irgendjemand auf Follow oder auf Abonnieren geklickt hat, dass dann irgendwie so ein Zeichentrickfilmchen oder sonst was abläuft. Das heißt nicht, dass ich mich darüber nicht freue, wenn das jemand macht, aber es würde mir zu viel Hektik in das Püppchenstudio hineinbringen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Actually, Robin, es geht um Spare Ribs, die 4 Stunden im Ofen sind, mit dem Tablet auf dem Küchenboden, 30, um die Rippen mit dem eigenen Saft. Oh, Soße aus Entenfett, Orangensoße von letzter Woche, das klingt ja sehr edel. Die schlimmste Hassgemeinschaft im Netz trifft sich zweimal die Woche zum Püppchenbau und gesellschaftlichem Gerede. Ja, das stimmt. Ja, die schlimmste Hass-Community. Genau. Und die trifft sich, um bei Modellbau nett zueinander zu sein. Und sich gegenseitig Abnehmtipps zu geben oder über europäische Geschichte zu reden. Man würde sich fast wünschen, dass sich Leute wie dieser Patrick Stegemann oder Raik Anders mal eine Videoaufzeichnung vom Püppchenstudio anschauen. Wobei, die wissen ja eigentlich, dass das Gerede, das sie verbreiten, dass das alles Panikmache und erstunkenes, erlogenes Gerede und Gehetze ist. Das ist ihnen ja selber klar, diesen Vögeln. Dass die ihren eigenen Unsinn glauben, das glaube nun ich wiederum nicht. Wenn man Green Stuff mit den Händen anfasst, bleibt es an den Händen kleben. Deswegen bin ich hier gerade dabei, das Ende dieser Wicklung mit dem Modellierbauwerkzeug hochzuheben. Jetzt kann ich das Ende anfassen und das hier einfach rüberführen. So. Nice. Und die Enden hier nur irgendwo dahinter hängen. Das ist auch der Vorteil. Man braucht keinen Kleber oder so, dieses Green Stuff Zeug. Das bleibt von selber irgendwo an dem Holz dran haften und dran kleben. So, auf dieser Seite haben wir alle 6 Bindungen fertig gemacht. Das ist schon mal nice. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir noch brauchen. Vorne sind auch alle fertig. Auch nice. Dann haben wir hier hinten noch 3 und an dem Turm. Okay. Dann spannen wir uns das mal neu ein. Nämlich an dieser Seite die Krokodilklemmen einmal hier und einmal da. Und jetzt können wir wieder gescheit arbeiten. Fangen wir unten an und arbeiten uns nach oben langsam vor. Hier entspannen, hey, da sagt Kinski am Zaun, das stimmt. Dann wird noch ein bisschen über Marco Polo geschmäht, dass der ein dummer Affe sei, dem ist nichts hinzuzufügen. Ruby Tuesday behauptet, dass wir böse Menschen seien. Era sagt, sie würde Marco Polo vergammeln lassen und wenn er der letzte Mann auf Erden wäre. Das stimmt nicht frohen Heiter und zuversichtlich.
Ich habe mit Marco Polo überhaupt nichts gemein. Vielleicht irgendwann, die Hoffnung stirbt zuletzt, wer weiß. Bonobo Viewerbot, Marco sieht zu lächerlich aus, um ihn mit Tränengas zu vertreiben. Okay, das erklärt das vielleicht. Aber ich weiß nicht, wäre ich eine Frau und auf der Zeile unterwegs und dieser Kerl käme heran, um seine Flirt-Skills an mir auszuprobieren, da würde ich mich dann doch schon sehr belästigt und gestört fühlen. Also ich glaube, ich würde da meine gesellschaftliche Position als Frau gnadenlos ausnutzen und dem so richtig volle Breitseite irgendeines Reizgases kosten lassen. Und wenn er sich dann hinterher beschwert, dann würde ich sagen, ja, hier, Herr Wachtmeister, der hat mich sexuell behelligt, der hat mir so Fragen gestellt, meine anatomischen Fähigkeiten oder die Beschaffenheit meines Körpers betreffend, die waren schon sehr unartig. Und da habe ich mich bedroht gefühlt und dachte, der will irgendwie was von mir. Und da dachte ich, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und da habe ich ihn mit diesem Reizgas besprüht. Und als er dann am Boden lag, da musste ich nochmal nachtreten. Das musste leider sein. Und da wird der Wachtmeister sagen, ja, Frau Oll, da haben Sie natürlich recht. Das ist nicht das erste Mal. Für Spare Ribs mehr Mühe gegeben als für die letzte Hausarbeit. Ja, man muss halt wissen, wo man seine Prioritäten setzt. Ne? There are many good reasons to eat. Ich schicke immer, wenn ich wäsche, wenn ich wasche, meinem Bruder ein Bild von meiner Waschmaschine mit dem Kommentar, sie wäscht die Wäsche. Das ist nicht nur in deinem Kopf witzig, der Indicator, ich finde das sehr gut. Ganz wichtiger Tipp, leckt nicht an den Fingern, wenn ihr Green Stuff dran hattet, das Zeug ist giftig. Okay, danke für den Hinweis, Fleischblümle mit Motor. Ich denke aber, dass hier ist es wie bei allen anderen gesundheitsschädlichen slash giftigen Sachen, die Dosis macht das Gift. Und ich glaube nicht, dass Green Stuff jetzt von einem solchen Giftigkeit, so, fertig. Entschuldigung, von einer solchen Giftigkeit ist, dass die Spurenelemente, die hier an den Fingern haften bleiben, wenn man dann an den Fingern leckt, dass man da gleich sich irgendwie eine Vergiftung holt. Wenn du da besser informiert bist als ich, dann sag Bescheid, aber Real Rap, ich lecke auch am Werkzeug, mit dem ich das Green Stuff angefasst habe und bis jetzt lebe ich noch. Vielleicht einfach Glück gehabt, im Laufe der Jahre eine gewisse Immunität dagegen aufgebaut. Oder es ist halt nicht so toxisch, dass man sich da wirklich Gedanken machen müsste. Ich vermute Letzteres. Eieiei, da klebt es wieder zu schnell zusammen und hat mir nicht die Bindung simuliert, die es sollte. Macht nichts, hier noch einmal rum. So, fertig. Und noch einen anderen, um so eine X-förmige Bindung zu machen. Von dieser Ecke. Ei, wo ist denn das jetzt hingefallen? Hier. Ja. Leute, es geht gleich weiter. Sobald ich dieses Dings hier festgezwickelt habe. So. Ey, du halt doch da mal dran. Der will wieder nicht. Doch, jetzt hat er verloren. So. Ja, sieht sehr Goblin-Style aus. Bekommt man das so im Laden? Ein bisschen Green Stuff. Ja, wie gesagt, Green Stuff im Laden wird als Blue und Yellow verkauft, so als ein Streifen unvermischten blauen und gelber Modelliermasse. Katze Konflie gesagt, es ist immer eine Entwicklung, hat noch die ersten Figuren im Schrank. Ja, Katze Konflie, das habe ich auch. Die allerersten Figuren, die ich bemalt habe, die habe ich auch aufbewahrt, aus genau dem Grund. Dass, wenn ich an meinen Fähigkeiten irgendwie zweifle und denke, ja, so richtig taugt das ja alles nichts und guck dir mal an, was irgendwelche anderen Leute machen. Ich
tippe mal einfach mal einen Namen in den Chat, wer selber Figuren bemalt, der kann einfach mal Google nach diesem Menschen fragen. Jekyll Alone. Und wenn er sich anschaut, was der fabriziert, ja, da kommen einem dann doch Zweifel daran, dass man jemals so gut sein wird. Das ist wirklich, das ist out of this world. Das sieht aus wie, ja, als würden die Dinger leben. Wie der malt, da ist, das glaubt man einfach nicht. Das ist richtig Skill. Aber wie gesagt, dann gucke ich mir hin und wieder so an, was ich schon für einen Weg zurückgelegt habe, wie meine ersten Figuren aussahen und wie das aussieht, was ich jetzt so hinkriege und sage, ja, guck mal, so ganz so schlecht wie damals bist du ja doch nicht mehr. Es gibt ja einen Fortschritt zu beobachten. Und das ist dann tatsächlich so ein bisschen wie Klavierspielen oder sonst irgendwas. Am Anfang macht man halt Katzenmusik. Und dann macht man das ein, zwei Jahre und dann wird das gut. Und natürlich gibt es immer eine Distanz zu jemandem, der fürs Klavierspielen bezahlt wird und der jeden Tag nichts anderes macht als Klavierspielen. Das macht aber nichts. Man kann ja trotzdem mit dem eigenen Klavierspiel zufrieden sein. Das muss ja auch jetzt nicht hier Konzertpianistenqualitäten haben. Es klingt ja trotzdem schön. Es macht mir trotzdem Spaß und Freude, Klavier zu spielen. Weil auch das ist ja kein Wettbewerb. Ich muss ja nicht besser Klavier spielen können als Glenn Gould oder sonst wer, um Spaß und Freude am Klavierspielen zu haben. Ich weiß, dass ich niemals so malen werde wie Jekyll, aber das hindert mich nicht daran, weiterzumalen. Und zwischendurch bekomme ich dann immer einen Rappel und sage, ich möchte mal irgendwas Ambitioniertes ausprobieren, was ich vorher noch nie gemacht habe. Mal gucken, wie das wird. Und dann wird das erstmal nicht so Rakete und dann denke ich, okay, was habe ich denn gelernt? Was habe ich denn nicht so gut gemacht oder an welcher Stelle hat es denn gehapert? Was hätte ich denn besser machen können? Und dann probiere ich das nochmal. Und dann wird es schon wieder ein bisschen besser. Ja, gut. Ja. Das sind dann so Fähigkeiten, auf die man irgendwann dann wieder zurückgreifen kann. Und sagen, beim letzten Mal, als ich das probiert habe, da sah es scheiße aus. Ich probiere es jetzt nochmal. Guck mal, das sieht schon besser aus als vorher. Ich habe gerade auf Twitter gelesen, sagt Error, dass ich nie aufhören würde. Das macht betroffen. Ja, tut mir leid, aber es ist die reine Wahrheit. Was soll ich lügen? Es ist halt so. So, diese Bindung mache ich mit der Hand. Und sofort reißt das Ende ab. Das ist ja toll, das ist ja toll. Das ist ja richtig gut. Er macht nichts, ich kann das hier einfach nochmal so rumzwickeln. Dann sieht es aus wie ein Knoten. Ist eh auf der Rückseite, sieht keiner. Oh. Mal nach vorne drehen. Was sieht man denn? Ja, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. 13 Jahre her, zu ungeduldig gewesen. Ja, man muss Geduld mit sich selber haben. Grüne Soße, ja, grüne Soße ist eine feine Sache. Schmeckt zu hart gekochten Eiern, schmeckt zu Pellkartoffeln, schmeckt auch sehr gut, mein Favorit fast, zu Tafelspitz. Wenn ich Tafelspitz mache, dann mache ich da keine Meerrettichsoße mehr dazu, dann mache ich mir grüne Soße dazu. Und der Käse ist großartig, Katze, Korn, Fliege. Man muss den nur ordentlich durchziehen lassen. Man macht da eine schöne Marinade aus Essig und Öl und, mein Tipp, Senf. Ein paar Senfkörner kaufen, die nicht mahlen oder so, sondern einfach so ein bisschen zerstoßen. Man braucht da auch keinen Mörser oder sonst was dazu. Man wickelt die Senfkörner einfach in ein Stück Katzenrolle ein und haut mit einem Marmeladenglas drauf, dass sie so ein bisschen kaputtgeschlagen werden. Und die kaputtgeschlagenen Senfkörner mit Essig und Öl und einer kleinen Prise Salz und frischen Kümmelkörnern, die auch besser schmecken, wenn man die so ein bisschen anstößt. Da macht man dann eine Marinade draus. Zwiebeln natürlich, ordentlich Zwiebeln müssen rein. Oder Schalotten. Wenn die Schalottensaison haben, finde ich die schöner als Zwiebeln. Und dann legt man den Handkäse da im Ganzen rein. Und dann muss man einen halben Tag Geduld haben. Und am besten, man legt den in ein geschlossenes Gefäß, also irgendwas, das einen Deckel hat,
Steinguttopf mit Deckel ist eine feine Sache dafür. Und am besten, man stellt ihn nicht in den Kühlschrank, sondern an einen Ort, an dem er auch ordentlich durchziehen kann. So. Auf die Fensterbank ins Sonnenlicht. Und dann hat man da ein paar Stunden Geduld und dann lässt man sich das schmecken. Und ich garantiere dir, auch du wirst deine Freude an diesem Käse haben. Er ist einfach zu gut, um ihn nicht zu essen. Für die Abnehmfexe. Er hat einen sehr hohen Proteingehalt und einen sehr geringen Fettgehalt. Also die Kalorienzahlen von Handkäse sind mit den Kalorienzahlen von tatsächlichen anderen Käsesorten wie Leerdamer, sag ich, wie heißt der, Edamer oder Gouda oder sowas überhaupt nicht zu vergleichen. Also wirklich überhaupt nicht. Das ist so die Hälfte davon. So, eine Bindung, die letzte haben wir noch, die ganz oben ist. Oh, und am Steuerruder. Die dürfen wir nicht vergessen. Haben wir denn überhaupt noch genug Green Stuff für den Pfeil? Puh, ich fürchte nicht. Jetzt haben wir hier so fleißig und eifrig überall Green Stuff um die Bindungen gewickelt, dass wir schon Neues anrühren müssen, um den Pfeil noch zu modellieren. Macht nichts. Die Spezialitäten Niedersachsens seien eklig, nämlich Grünkohl mit Bregenwurst und Pinkel. Also Grünkohl lasse ich überhaupt nichts drauf kommen, ist die beste Kohlsorte, die es überhaupt gibt. Finde ich richtig nochmal nice. Pinkel ist eine geräucherte und gekochte Mettwurst, auch die schmeckt sehr gut. Bregenwurst, wenn ich es jetzt übersetze, dann enthält die einen Anteil an Hirn. So, wahrscheinlich so wie die französische Saucisse, also diese Eingeweidewurst. Kenne ich jetzt nicht, habe ich noch nicht gegessen. Aber wo, vom Teller werfen würde ich sie nicht, sondern auch die hat ein Anrecht darauf, erstmal probiert zu werden, bevor man sie verwirft. Natürlich, man denkt bei Gehirn jetzt nicht unbedingt an, oh, das ist aber so schmackhaft. Aber ich habe sie noch nicht gegessen, vielleicht ist das ja auch eine kulinarische Offenbarung. Ich möchte jetzt natürlich Olivia definitiv nicht der Lüge zeihen, kann ich auch nicht, weil wie gesagt, ich habe Regenwurst noch nicht probiert. Kann sein, dass sie so eklig ist, wie sie klingt. Aber war es nicht, man steckt nicht drin. So, und auch hier stelle ich fest, die letzte Bindung, die ich heute mache, da stelle ich mich lang nicht mehr so dusselig an wie bei der ersten. Das geht schon sehr viel einfacher und leichter und schneller. Und fürs nächste Mal wieder definitiv was gelernt, was geht und was nicht geht, welche Werkzeuge man wie benutzt, um ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen. Die Hessen sind einfach entspannt. Das mag sein. Actually, Robin hat noch eine Frage. Materialismus. Hegel. Ja, ich bin tatsächlich, ich bin Hegelianer. Also die Vorstellung einer ständigen Verbesserung des Menschheitsgeschlechtes, das ist eine Vorstellung, mit der ich mich absolut anfreunden kann und die mich auch nicht losgelassen hat, seit ich das erste Mal davon gelesen habe. Das ist weniger Materialismus als Idealismus, würde ich sagen, was mich an Hegel so gefesselt und fasziniert hat. Diese Vorstellung einer kontinuierlichen Verbesserung, einer Vermehrung der Freiheit. Natürlich benutzt Hegel einen Freiheitsbegriff. Ich meine, war ja gerade Revolution, als er das geschrieben hat. Aber ja, finde ich großartig. Ist nicht unbedingt Materialismus, sondern wie du sagst, Idealismus. Raik Anders wird gerade geschmäht. Twitch Prime ist nicht kostenlos. The Ruin Princess hat vollständig recht. Sondern man bekommt Twitch Prime als Dreingabe, wenn man eine andere Datendienstleistung erwirbt. Das ist richtig. Dann bekommt man das als Dreingabe. Das heißt aber nicht, dass es wirklich kostenlos ist. Man kann nicht irgendwo hingehen und sagen, guten Tag, ich hätte hier gerne einmal gratis Twitch Prime. Das geht nicht, sondern man muss irgendeine andere Mitgliedschaft abschließen, ich weiß nicht welche, tut mir leid, und dann bekommt man Twitch Prime noch dazu geschenkt. Aber wie gesagt, diese andere muss man erstmal abschließen. Sonst
zählt es nicht, sonst guckt man in den Mond. Twitch Prime ist nicht kostenlos. Wenn euch irgendjemand erzählen will, es sei kostenlos, dann brecht am besten in ein lautes Lü-Lü-Lü aus. Oh, Opiumherz muss verschwinden, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Danke für moderieren, lieber Opiumherz, und ich hoffe bis bald. Liebe! Marco Polo wurde noch geschmäht, das habe ich auch übersprungen. Giftigkeit von Greenstuff, nicht tödlich giftig, bauchschmerzgiftig. Ruckzuck hat man einen Flotten. Okay, also wer an Verstopfung leidet, einfach hier so ein Kügelchen Greenstuff in den Mund nehmen und ein bisschen drauf rumkauen oder so und dann läuft's. So, die Stellen, an denen wir hier die Zahnstocher des Steuerruders festgemacht haben, da wird einfach ein bisschen Greenstuff links und rechts davor gemacht und glatt gestrichen. Dann sieht das so aus wie so ein Metallkrampen, der hier das Steuerruder an Ort und Stelle hält. Das sieht sehr reizvoll aus, hoffe ich. Wenn es nachher in Metallfarbe bemalt ist, sollte eine interessante Illusion entstehen. So als hätten die Goblins da so ein Stück Metallkrampen davor gemacht, um das Ding an Ort und Stelle zu halten. Wenn irgendwas irgendwo in die Gegend ragt, muss man sich immer fragen, wie bleibt es da stehen? Wo ist es befestigt? Das ist zu wenig für den zweiten Kampen, dann brauchen wir ein bisschen mehr. Ja, aber für die Pfeilspitze reicht das nicht mehr aus. Dann müssen wir tatsächlich nochmal neue Greenstuff anrühren, um dem einen Goblin hier noch seinen Pfeil zu basteln. Ein dummer Kasper mit Bierglasböden auf dem Zinken. Der Kiwi-Cop. Ach, der Kiwi-Cop. Ja, es freut mich, dass ich habe den irgendwann als Kiwi-Cop geschmäht. Und ich muss sagen, doch wirklich, es freut mich sehr, wie viele Nutzerinnen und Nutzer jetzt dazu übergegangen sind, den vermeintlichen Nachrichtenjournalisten ebenfalls als Kiwi-Cop zu titulieren. Das finde ich wirklich sehr erheiternd und schön. Richtig nice Sache. Danke dafür an dieser Stelle und Liebe an die schlimmste Hass-Community im Netz. Der hat meiner Ansicht nach so richtig den Hass verdient. Wie kann man behaupten, dass das, was der mache, dass das irgendwas mit Journalismus zu tun habe? Und dann sagt, nein, ich bezeichne mich ja auch gar nicht als Journalist. Nur um jetzt dann groß zu tun, ja, wenn es um diesen Artikel 13 geht, da bin ich nicht mehr neutral. Das heißt ja also, dass du vorher gedacht hast, du seist neutral. Nein, natürlich nicht, Junge. Jemand wie Patricia Riekel oder Paul Sahner hat mehr Integrität und Ehre im Leib als du. Weil die behaupten ja wenigstens nicht, dass sie was anderes machen würden, als ja, den Ruf von irgendwelchen Leuten entweder zu schädigen oder zu befördern. Und genau das machst du ja. Das ist wirklich, das ist die Scheiße am Rand des Boulevards in der Gosse nach unverdauten Maiskörnern absuchen und davon fristet er seine Existenz. Es ist einfach nur ekelhaft. So, ich muss mir nochmal die Nase putzen. Wo habe ich denn meine Taschentücher liegen? Hier. Zur Musik beim Handkäse Creme Fraiche drauf machen. Prima, die gute Nacht Würdereiz. Turanos weiß es, also wenn man Amazon Prime abschließt, dann kriegt man Twitch Prime dazu geschenkt. Wenn ich eine Amazon Prime Mitgliedschaft jährlich bezahle und in dieser erhalte ich Twitch Prime, dann zahle ich eine Mitgliedschaft. Ja, ist so. Actually, Robin, wir sind die schlimmste Hass-Community. Frag Reik anders. Er sagt, wir sind die schlimmste Hass-Community im Internet. Also erst kommen wir und dann kommt eine Weile gar nichts und dann kommt das Forum vom Ku Klux Klan. Ku Klux Klan. Entschuldigung. So, wir brauchen neuen Greenstuff. Wir haben hier noch keinen Pfeil. Wir haben hier noch keine
keinen Sockel für den Spinnenaltar, den wir hier noch haben. Außerdem war bei dem Goblin, da haben wir in den Fuß gegeigt, der muss auch noch repariert werden. Also so viel Green Stuff lag hier eben noch rum, dass man den Fuß kurz reparieren könnte. Nee, tatsächlich alles restlos aufgebraucht. Was habe ich denn mit dem Rest eben gemacht? Rot für Dome. Macht nichts. Ich muss eh neuen machen. Bing. Ja, leider ist beim Malen ist der Tisch immer frei. Beim Basteln ist der gesamte Tisch hier links und rechts, jenseits der Kamera, ist das alles voll gepremst mit irgendeinem Kram. Und je länger das Püppchenstudio dauert, desto häufiger muss ich mich suchen nach irgendwelchen Werkzeugen umschauen, die ich Gott weiß wo abgelegt habe. So. Und wieder den Teil, an dem sich die beiden Komponenten bereits berührt haben. Den muss man rausschneiden, den kann man nicht mehr benutzen. Oh. Wer dreht komplett durch? Ach, der Kiwi-Kopf dreht komplett durch. Nein, Thoranos, ich meine das. Ich meine ein gedachtes Ku-Klux-Klan-Forum. Es gibt bestimmt irgendwelche Foren im Netz, an denen sich echte, genuine Mitglieder des Ku-Klux-Klan treffen. Aber das ist nicht die schlimmste Hass-Community im Internet. Das ist Frankreich anders. Und die schlimmste Hass-Community im Internet ist deutschsprachiges Sift-Twitter. Ja, das ist einfach so dieser Unsinn, den solche Leute rausblasen. Lass die Kreuze verbrennen, ein paar Säcke tragen, das macht Rainer doch auch. nein. Also man kann Rainer vieles vorwerfen, aber Fremdenhass nun nicht. Das ist er nicht. Er ist dumm und uninformiert und er macht ganz unglaublich dumme Sachen, aber für Fremdenhass ist er, nee, das macht er nicht. Der KKK dauert sicher auf Slash Poll Slash, das mag sein. Da bin ich nicht. Ich weiß nicht, wer auf Poll so lauert oder nicht lauert. Wenn du Amazon Prime hast, kannst du auf der Twitch Prime-Seite den Account verbinden und den Service aktivieren. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, danke für den Hinweis, Ruin Princess. Denn ich habe Amazon Prime und dann sollte ich vielleicht einfach mal auf die Twitch Prime-Seite gehen und gucken, ob ich das verbinden kann. Und Olivia Hafermann möchte mit irgendjemandem zusammen Christen töten. Raik Anders hatte braunen Siff an der Nase. Era sagt, deutschsprachige Sift war richtig brutale Ficker. Ja, es stimmt, Era. Also, wenn man sich mit denen anlegt, da ist eigentlich alles aus. Er müsste verstehen, was Fremde sind, um Fremde zu hassen. Stevie sagt, Fetti hasst alle. Deutschsprachiges Sift-Twitter, 50% Rainer-Content und 50% Katzis. Okay, und 2% Modellbau. Bitte. Also 48% Rainer-Content, 50% Katzis und 2% Modellbau. Ja, Bumsi ist zu christenhassfähig. Wie viel davon genuiner Hass ist und wie viel davon kantiges Wingelgehabe. Man darf auch nicht vergessen, dass als er diesen Christenkrams gemacht hat, da war noch Erbe da. Da war der 20 oder 19. Das ist ja auch nicht so ganz ernst zu nehmen, wenn irgendein ein 19-jähriger Jungmann in einer Phase, in der es ihm gerade nicht so gut geht, dann sich vor die Kamera setzt und mit seinen Freunden zusammen da sagt, wir töten die Christen. Dann vielleicht ist da doch ein bisschen kantiges Gehabe dabei gewesen und nicht so wirklich ernster, wahrlich empfundener Christenhass zu konstatieren. Also da wäre ich geneigt zu sagen, muss man nicht so ernst nehmen. So, kriegen wir eine Pfeilspitze modelliert. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Die muss jetzt noch ein bisschen in Form kommen. Uff.
sieht die Rückseite besser aus als die Vorderseite, weil ich an der Vorderseite mit den Fingern dran war und den Fingerabdruck drauf hinterlassen habe. Kann ich die einknicken, ohne dass sie kaputt geht? Jetzt bräuchte ich eine zweite, dritte Hand. Jetzt kommt doch nochmal das Sandeimerchen zu seinen Ehren, denn zum Trocknen kann ich das Dings. Ja, ich brauche mehr Sand. Die Hand brauche ich jetzt für den Goblin, also nehme ich das jetzt vorsichtig, ganz vorsichtig aus den Krokodilklamotten raus, stecke es zurück in den Sand. Oh, hält es nicht mehr, weil da jetzt dieses Metallpüppchen dran ist. Doch, tut es. Ich stelle das erstmal beiseite, damit ihm nichts passiert. So, tada, hält. Jetzt können die Klammern hier mal den Goblin für mich festhalten. So. Das reicht schon. Jetzt können wir mal gucken, ob wir hier eine Pfeilspitze modelliert kriegen. Habe ich auch noch nie gemacht. Aber mal sehen, wie schwierig das ist. Ja, schwieriger als angenommen. Okay. Der Doktor und sein räumliches Vorstellungsvermögen wieder. Uff, das klappt ja gar nicht. Nee, das wird nix. Das sieht eher scheiße aus. Der Doktor ist aus irgendwelchen Gründen zu protestantenhassfähig. Es ist nicht so sehr Hass, es ist eher Verachtung, sagen wir es so. Ich strafe die mit ein bisschen Verachtung und ich habe keine so hohe Meinung von ihnen, wie viele andere Leute in unserem schönen Land das tun. Und ich gebe zu bedenken, dass wenn man sich entscheiden sollte zwischen Katholiken und Protestanten, sollte die Wahl immer auf die Katholiken fallen. Das klappt überhaupt nicht. Habe ich irgendwo noch eine Pfeilspitze in meiner Rappelkiste? Der Versuch, eine zu modellieren, ist gerade krachend gescheitert. Wollen wir mal sehen. Ich habe so viele Speerspitzen und sonst was hier in meiner Rappelkiste. Da muss doch irgendwas Geeignetes dabei sein. Das habe ich neulich geplündert, als ich ein Ork-Regiment mit Speeren ausgestattet habe. Ich fürchte, die haben alle Speerspitzen für sich gebunkert. Ärgerlich. Sind gar keine Speerspitzen mehr übrig. Haben denn die Orks wirklich alle Speerspitzen verbraucht? Ah, hier ist noch eine. Hurra! Ich habe noch eine gefunden, Leute. Goyle. Da muss ich nur hinten so Federn an den Pfeil machen, damit man ihn erkennen kann als Pfeil. Bomsi ist ein dummer Zurückgebliebener, der in einem Kaff hinter den sieben Bergen aufgewachsen ist. Ja, das darf man auf keinen Fall vergessen, wie dumm und zurückgeblieben er ist. Dass er in seinem ganzen Leben eigentlich keine einzige richtige, vernünftige Entscheidung getroffen hat, sondern immer, wenn es darum ging, eine Entscheidung zu treffen, hat Bomsi sich falsch entschieden. Und das liegt natürlich auch daran, dass er in den entscheidenden Phasen seines Lebens von allen seinen Mitmenschen, die sich eigentlich um ihn, Entschuldigung, irgendwie hätten kümmern müssen, schmählich im Stich gelassen worden ist. Ich meine, als Rudi eingebuddelt wurde und es alle Winkler-Verwandten tatsächlich irgendwie für eine gute Idee hielten, den zurückgebliebenen, minder bemittelten Rainer ganz alleine in diesem Haus zu lassen und zu denken, das wird schon gut gehen, was soll denn da groß passieren? Und dass er sich nicht helfen lässt, dass man auf ihn hätte einwirken müssen, ja, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber man hätte auf jeden Fall sich mehr um ihn kümmern müssen. Ja, das N-Wort sollte man nicht in den Chat schreiben, bitte. Da besteht nun auch keine Notwendigkeit. Man kann sich doch zumindest ein bisschen gewählt ausdrücken. Man muss ja hier nicht den
den Eloquenz-Sonderpreis gewinnen oder sowas, aber man muss auch nicht daherreden, als sei man auf der dünnen Heersuppe dahergeschwommen. Das ist zu viel Wasser, das muss ich wieder abnehmen. Also, wie gesagt, ne, einfach ein gesundes Maß für das, was statthaft ist, finden und sich so ausdrücken. Das kann ich doch von jedem verlangen. Das kriegt doch jeder hin, ja. Da bin ich ganz zuversichtlich. So, wir haben jetzt einfach hier links und rechts an den Pfeil so ein kleines Dreieck gemacht. Und ich hoffe, das fällt jetzt nicht wieder ab, wenn wir das jetzt von hinten abstürzen und von vorne einfach mit dem, doch natürlich geht's ab, mit dem anderen Tool so ein paar Zacken da rein, ein paar Schründe da rein machen, dass es so aussieht wie Federn. So, prima, das war der erste. Ah, jetzt ist der andere da abgefallen. Ungeil. Ja, das passiert, wenn man sein Werkzeug zwischendurch nicht sauber macht, dann haftet das Green Stuff am Werkzeug statt am Werkstück. Das liegt daran, dass hier Kleberreste dran sind, die die Oberfläche des Werkstücks vergrößern, und dann haftet es natürlich lieber am Werkstück als an dem ziemlich glatten Kupferrohr. Dann erstmal die Kleberreste hier von dem Stahl abschneiden. Abschmeißen hätte ich jetzt bald gesagt. Redet ihr immer noch über Bums, die Leute? Die Schanze wird nicht zwangsversteigert. Bitte nicht am Finger kleben bleiben. Danke, fertig. Pfiff. Ach, na komm, du bleib doch mal in der Form, in die ich dich gerade gebracht habe. Ja, ich rede hier wieder mit dem Werkstück, als könne es mich verstehen. Als wäre ein Ohr darüber zu hören, meine Klage. Pfeilfedern. Nur die Spitze, das ist ja eine einfache Sache, denn wir versuchen nicht, sie zu modellieren. Wir werden einfach diese nehmen, Loch vorne reinbohren, das Ding da dran machen. Easy peasy, das ist eine Sache von Sekunden. Dann haben wir dem Goblin hier noch in den Fuß gegeigt. Da wird dann einfach ein bisschen Green Stuff über den Fuß gelegt, so. Und mit dem feuchten Werkzeug wieder abgemacht. Das geht dann hier in die Vertiefungen so rein und schmiert den Schlitz, den der im Fuß hat, wo wir reingesägt haben aus Versehen, wunderbar zu. So, schon ist der Schuh repariert. Und aus dem Rest, den wir jetzt haben, wollen wir für den, kann der auf dem Tisch liegen, ohne dass das Green Stuff auf den Tisch kommt? Ja, kann es. Wollen wir für den Altar oder was hier oben auf dem, vorsichtig, sei vorsichtig, nicht so hektisch werden. Du bist schon wieder viel zu hektisch, Junge. Hopfe Dumme. So, gut. Dies ist der Altar, der soll hier vorne dran stehen und irgendwie da reindreuen. Und dann brauchen wir jetzt irgendeinen Sockel dafür.
Olivia Hafermann findet nach wie vor Protestanten besser als Katholiken. Na, da kommen wir nicht mehr auf eine Seite. Spätestens als Luther angefangen hat, gegen Juden zu hetzen, was man ja immer wieder unter den Teppich kehrt, war der Protestantismus für mich gegessen. Ja, actually, Robin, sollte man nicht vergessen. Das stimmt. Black Spirit möchte im Vatikan Mäuschen spielen. Okay. Die Adresse der Schanze ist zu toxisch. Wofür? Die Katholiken sind ja gar nicht fundamentalistisch. Die Katholiken sind traditionell. Ist doch schöner zu sagen, sie sind traditionell, als sie sind fundamentalistisch. Wenn ich jetzt einfach hier so ein Blobbeli auf den Altar, auf die Plattform mache und die Enden so ein bisschen flach drücke, ja, das bleibt aber überhaupt nicht in Form. Das sieht dann tatsächlich wie so ein Blobbeli aus. Das ist nicht gerade schön. Was könnte das denn überhaupt darstellen? Im Moment ist das noch so eine amorphe Masse, die natürlich auch wieder an den Händen klebt, statt an den Dings. Bleibt doch da mal hängen. So. Jo, ein Stein oder was? Noch ein bisschen flach drücken. Vielleicht fällt uns ja was ein, während wir es bearbeiten. Och Gott, das bleibt da nicht haften. Natürlich nicht. Black Spirit gehört einer freien Kirche an. Das ist ja auch, das sind ja auch die Protestanten, oder nicht? Protestanten sind Opportunisten, die sich mit dem Schlimmsten aus dem Staub gemacht haben, vor allem die Anglikaner. Die Protestanten haben Europa in die Renaissance und zur Welthegemonie geführt. Baratheon, das ist einfach nicht wahr. Die Protestanten haben das nicht gemacht. Und die Welthegemonie hat wahrscheinlich mehr mit der Kolonialisierung der neuen Welt zu tun, als mit irgendwelchen großkopferten Universitätsfexen, die sich in Europa so ihre Gedanken über, was weiß ich was, das Mysterium des christlichen Opfers gemacht haben. Und die Leute, die hingegangen sind und einfach mal einen Kontinent unterjocht haben, das waren halt die Katholiken. Man wird nicht zur Hegemonie, indem man sich Gedanken macht, sondern man wird zur Hegemonie, indem man mit der einzigen Währung bezahlt, die überall auf der Welt gerne genommen wird. Ja, nicht gerne genommen wird, die überall auf der Welt halt gilt und genommen wird, und das ist Gewalt. Gewalt ist unser Geld und wir möchten gerne zahlen. Und nicht, ja, lass uns mal darüber reden, was genau beim Abendmahl passiert, oder müssen wir eigentlich alle in die Hölle, wenn wir nicht den ganzen Tag fleißig sind? Oder reicht nicht das Opfer von Jesus, um dafür zu sorgen, dass wir in Wirklichkeit alle gerettet sind und wir müssen dieses Opfer nur auf einer für uns persönlichen Ebene akzeptieren oder so? Das sind Protestanten, die machen sich über solche völlig theoretischen Sachen Gedanken. Die gehen nicht hin und sagen, so, ja, hier, guck mal, am Ende des Ozeans stellt sich raus, da ist noch eine ganz neue Welt und die wird bewohnt von Leuten, die wissen nicht, was Schießpulver ist und die haben noch nie ein Pferd gesehen, aber die haben so viel Gold, dass sie daraus Töpfe und Pfannen machen. Lass uns da mal hingehen und denen das Gold wegnehmen. Und warum? Deus vult. So wird man Hegemonie und nicht mit irgendwelchen theoretischen Überlegungen. Und das sind halt die Katholiken gewesen, die das gemacht haben und nicht die Protestanten. Die haben schön auf dem Arschlappen gesessen und gesagt, ja, lass mal darüber reden, ob die Wilden jetzt eine Seele haben oder nicht. So, das ist mein Altar. Das sieht doch richtig niedlich aus. Spinnen für den Spinnengott. Protestanten sind die Grünen der Glaubensgemeinschaften. Das ist wahrer, als man auf den ersten Blick glaubt. Olivia, traditionell, man hängt an alten verkrusteten Gebilden fest. Das haben wir schon immer so gemacht. Naja, ich weiß ja nicht. Baratheon, die höhere Produktivität in England, Preußen und Niederlanden.
Ja, d'accord, aber weißt du, Berlin ist jetzt nicht gerade so ein Ausbund an protestantischer Produktivität. Aber es ist ein absoluter Protestantenmagnet, ne? Die Berliner selber, die Preußen, und wen ziehen die an? Die Schwaben. Auch Protestanten. Kein Leben nach dem Tod, keine Wiedergeburt, kein Fegefeuer. Ja, wir können ja mit Karl Kraus schließen, der gesagt hat, kein Gott und keine Engel, man muss es singen können. Ja, die gute Nachricht ist, alle beweglichen Teile des Spinnenturms sind soweit fertig. Heißt, als nächster Schritt im nächsten Püppchenstudio kann mit der Bemalung der einzelnen Komponenten begonnen werden. Und sobald die dann alle fertig bemalt sind, ups, werden sie aneinander geklebt. Und dann ist wieder ein großartiges Modell fertig geworden. Das heißt, wenn ich jetzt großartig sage, ich hoffe natürlich, dass es großartig wird. Scratch Building hatten wir auch schon. Es ist nie eine Erfolgsgarantie verbaut. Es kann immer irgendwie sein, dass irgendwas passiert, das dafür sorgt, dass man völlig die Lust an dem Püppchen verliert und sagt, ja, das sieht jetzt aber scheiße aus oder das ist absolut nicht so geworden, wie ich es haben wollte. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr darauf. Aber bis jetzt sieht eigentlich alles ganz ordentlich aus. Es ist noch nichts passiert, das mich dazu gebracht hätte, das Ganze zu verwerfen und zu sagen, ja, war eine schöne Idee, lässt sich aber nicht umsetzen. Nö, bis jetzt hat alles mehr oder weniger, mal mehr so geklappt, wie ich mir das vorher vorgestellt und ausgedacht habe. Heißt, das kriegt eine Chance. Das wird auf jeden Fall bemalt und zusammengesteckt und dann guckt man mal, wie das fertige Ergebnis aussehen wird. Also, die nächste Folge vom Püppchenstudio kommt hoffentlich, voraussichtlich, wenn der Arbeitspulli, der wird am Wochenende verdammt eng sitzen, das ist das Problem, aber den Sonntagabend möchte ich mir eigentlich frei halten. Und geplant und anvisiert ist es, dass so Sonntag gegen 7 eine neue Folge Püppchenstudio an den Start geht. Und dann wird, da wir mit dem Basteln der einzelnen Teile eigentlich fertig sind, dann wird bemalt, Leute. Dann schreitet dieses Modell mit großen Schritten seiner Vollendung entgegen. Es geht immer noch um die Protestanten. Oh weh! Uff, oh je! Es geht immer noch um die Protestanten. Die Gegend um Tschernobyl, na, das hat nichts mit den Protestanten zu tun. Nee, da geht es um Brumsti. Brumsti und die Protestanten. Grundlage für den Kolonialismus. Wo ist die Spinne, möchte Robin wissen. Die Spinne ist noch hier. Die Spinne wird gesondert bemalt werden. Also erst bemalen wir die Spinne, dann kleben wir die Spinne auf die Base, die vorher auch noch bemalt werden muss. Dann wird der Turm bemalt, dann kommt der Turm auf die Spinne und zuletzt kommen die Goblins auf den Turm. Und dann sind wir fertig. Also wenn der kleine Goblin hier oben auf den Turm kommt, dann sind wir fertig. Das ist der Letzte, der Platz nehmen wird. Ups. Und jetzt fällt er erst nochmal runter. Alles muss einmal vom Turm fallen heute. Und hier die Spitze. Die wird einfach so auf den Pfeil draufgesteckt. Oh, hoppla. Ist der nicht ein bisschen zu lang? Nö, wir fassen ihn ja hinten an, wenn er ihn vorne vom Turm schmeißen will, ne? Das geht, das geht. Wie das geht. Wunderbar. Der wird da stehen, hinter seinem Altar und so ein Juju veranstalten. Und der wird hier oben Platz nehmen. Das wird alles ganz großartig, Leute. Okay. Das wird noch alles. Ich bin ganz zuversichtlich. Und es ist ja schon lustig, nicht, dass eigentlich Dead Negator sagt, Rotverdomme, Sonntag fängt er mit der Nachtschicht an. Olivia Hafermann jeden Sonntag zur gleichen Zeit. Ja, ich hoffe. Quassel ist gespannt, wie es fertig aussieht. Quassel, dann sind wir schon zwei. Ich auch. Boost GT sagt Metal. Und es wird immer noch über Geschichte diskutiert. Poincaré. Ja, ich meine, ich bin so richtig stolz auf euch, Leute. Ich meine, in welchem anderen Twitch-Chat geht es um
europäische Geschichte auf einem Level, dass Leute wie Poincaré hier Erwähnung finden. Und ich schäme mich nicht zuzugeben, dass ich wüsste jetzt auch nicht, wer das ist. Müsste ich jetzt auch Herrn Google fragen, wer ist denn Poincaré? Ich habe den Vornamen Edouard im Kopf dazu, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Actually, Robin möchte wissen, ob die Spinne nicht etwas klein ist. Ja, die, wie gesagt, von den Riesenspinnen, die mir zur Verfügung stehen, die Citadel vor 92 rausgebracht hat, ist das noch eine der größeren. Es gibt eigentlich nur eine, da sind die Beine so extra Modelle, die noch ein bisschen größer ist, aber die sieht mir zu grauslich aus. Muss ich ehrlich sagen, die ist mir einer echten Spinne zu ähnlich, als dass ich die auf dem Tisch stehen haben könnte, ohne dass ich die ganze Zeit den Drang unterdrücken müsste, da mit der Hand draufzuschlagen. Und dass die Spinne so ein bisschen klein ist, das macht hinterher das Ganze hoffentlich so ein bisschen alberner und grotesker und niedlicher, was mir an den Goblins bei Warhammer so gefällt, oder nicht nur das, aber das ist eine der Sachen, die mir an den Goblins so gut gefällt. Das muss man alles nicht so ganz ernst nehmen, ne? Die sind schon eine ziemliche Komikertruppe. Und wenn man irgendeinen Fuhrpark für die Goblins baut, das darf auch ruhig so ein Zirkuselement haben. Das kann so richtig übertrieben und albern sein und alles so ein bisschen überkandidelt. Das muss man nicht so richtig ernst nehmen. Die gehören nicht zu der Fraktion, bei der die Wägen so mit abgeschlagenen Köpfen und Leichenteilen dekoriert sind. Oder sonst irgendwas. Die sind so ein bisschen tongue in cheek, so ein bisschen albern halt. Und diese Albernheit, die kann sich eben auch in der Tatsache widerspiegeln, dass die Spinne eigentlich streng genommen ein bisschen zu mickerig und verkümmert ist, um einen so dicken großen Turm effektiv schleppen zu können. Oder dass dieser Goblin eben einen überdimensional großen Wurfpfeil auf seine Feinde schleudern wird, wenn er nicht vorher wegläuft. Was bei Goblins immer wahrscheinlicher ist, als dass sie tatsächlich Schaden anrichten. Ups, hier muss ich aber nochmal bei der Markierung nacharbeiten. Das sieht hinterher kein Mensch, dass das so eine Federmarkierung sein soll. Die ist nicht intensiv genug geworden. Jetzt ist sie gut. Ja, gut ist was anderes, aber gut genug. Genau, überall rein, so. Ach, nur bleib doch mal gerade. That's what she said. Simon the Spider, ich kenne. Gavrilo Princip soll verflucht sein. Okay. Henri Poincaré war 1914 französischer Präsident. Wieder was gelernt. Marc Wupke richtet geile Schwanzgrüße aus. Okay, geile Schwanzgrüße zurück, Marc Wupke. Olivia, jeder Tag ist ein Schultag. Richtig. Ruby Tuesday ist jetzt Amazon Prime-Kunde. Na sowas. Mit Krone, das ist natürlich ganz was Edles. Nariok sagt, man lernt nie aus und ich lerne gern Neues, das tue ich auch. Also, was haben wir heute gelernt? Henri Poincaré, 1914, französischer Präsident. Prima. Wenn es aus Metall wäre, könnten Kessel nieten ran. Ja, wir werden bestimmt auch nochmal ein Projekt machen, bei dem es um Kesselnieten geht. Ganz einfach nur aus Jux. Und dann zeige ich gerne den Zuschauern und Zuschauerinnen vom Püppchenstudio, wie man für 28 mm Maßstab Kesselnieten herstellt. Das ist nämlich so richtig zeitreibend. Das wird noch ganz großartig, wenn wir erstmal hier Kesselnieten bauen. Leute, da geht's ab. Aber heute ist es zu spät, um Kesselnieten zu bauen. Und dieses Modell besteht aus Holz und Bindungen. Da brauchen wir gar keine Kesselnieten. Ihr Lieben, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Anteilnahme an einer weiteren Folge Püppchenstudio. Wir sehen uns hoffentlich zahlreich, hoffentlich schon am Sonntag wieder, wenn eine neue Folge Püppchenstudio ihre Aufzeichnung erfährt. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit euch zusammen ein bisschen Modellbau und erlesenstes Geschwätz zu führen. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht und wir sehen uns alsbald
sehen und hören uns alsbald wieder. Bin gespannt, ich bin auch gespannt. Immer gerne Medal of die schlimmste Hass-Community, ganz genau. Die Streamzeiten, Marc Wuppke, unter der Woche, manchmal Dienstags, manchmal Mittwochs. Der Jour fix ist der Sonntag. Sonntag um 7 Uhr soll es eigentlich weitergehen. Aber folg mir auf Twitter, @DrExil, da sage ich jedes Püppchenstudio Stunden vorher an. Alles klar, dann nochmals vielen herzlichen Dank und bis bald, Leute.